In der Academy vom ICF Schwarzwald-Bodensee bilden wir Leiter für das Königreich Gottes aus. Wir wollen dich trainieren, in einer tiefen Gottesbeziehung zu leben und andere Menschen in die Gegenwart Gottes zu führen. Als Jünger Jesu andere Menschen zu Jüngern zu machen. Wir wollen dir ein starkes theologisches Fundament vermitteln und dir beibringen, wie du mit der Bibel Antworten auf die Fragen unserer Zeit findest. Im Laufe von so einem Academy-Jahr wirst du dich ganz tief kennenlernen und auch deine individuelle Berufung besser verstehen. Und natürlich wollen wir dich befähigen, als Leiter dich zu entwickeln und dein volles Potenzial zu entfalten. Das Ganze läuft berufsbegleitend für 10 Monate ab Oktober diesen Jahres. Und du kannst entweder hier vor Ort in Villingen an der Location teilnehmen oder kannst dich online dazuschalten. Bewirb dich jetzt, wir würden uns riesig freuen, wenn wir uns in dich investieren dürfen. Ihr seht alle ganz wach aus und das ist gut so, weil das werdet ihr jetzt brauchen. Ich hoffe, ihr wart alle noch an den notwendigen Orten und wir können gleich mit dem Thema starten. Was lehrt die Bibel über Homosexualität? Das ist das Thema, zu dem ich heute einen Vortrag halten darf. Die 90 Minuten hoffe ich, das ausreichen. Wenn nicht, wir werden sehen. Eine kurze Info in eigener Sache. Ich habe hinten ein paar Exemplare von meinem Buch ausgelegt für 19,95. Könnt ihr das dort euch holen? Bis heute Mittag sind die da und das war es auch schon an Werbung. Wir fangen nämlich gleich jetzt an. Wir haben nämlich nicht viel Zeit, deswegen starten wir gleich. Das sind die 3 Punkte für heute. Der erste Punkt ist, das ist so ganz klassisch, Methodik. Also wir schauen, was ist überhaupt Ethik. Also das ist jetzt mal wirklich Lernstoff erstmal. Der 2. Punkt ist der Schriftbefund, was sagt die Bibel? Also das ist sehr relevant, wird vermutlich der ausführlichste Teil werden. Und der 3. Punkt ist Ethik im Diskurs. Wir fragen uns dann, wie gehen wir mit der Bibel, mit dem Zeitgeist und mit Sex heute um? Also alles relevante Fragen. Wenn irgendwas nicht klar ist, einfach die Fragen ins Slido stellen. Ich versuche danach eine halbwegs verständliche Antwort darauf zu geben. Wir starten gleich mit Ethik. Ganz grundsätzlich, Ethik ist erstmal die Frage, wie lebe ich richtig? Also die allgemeine Definition ist, ich stelle mich meiner eigenen Verantwortung und stelle mir die Frage, wie lebe ich in der Welt gut? So erstmal zum Allgemeinen, soweit gibt es auch noch einen Konsens. Bis dahin habe ich noch nichts Umstrittenes gesagt. Christliche Ethik stellt sich die Frage, wie lebe ich nach dem Willen Gottes? Ich habe die Definition folgendermaßen aufgeschrieben, dass man sagen kann, dass christliche Ethik eine theologische Disziplin ist, die die menschliche Lebensführung im privaten und gesellschaftlichen Bereich aus der Perspektive des christlichen Glaubens und der Nachfolge Jesu nachzeichnet und reflektiert. Es geht darum, den Willen Gottes zu erkennen. Also christliche Ethik stellt sich am Ende kurz gesagt die Frage, wie lebe ich nach dem Willen Gottes? Was will Gott? Das ist das Entscheidende. Eine Folie überspringe ich jetzt schon mal. Ethik, sagt Thomas Schirmacher, der ist der Leiter der weltweit evangelischen Allianz, geht quasi ums richtige und böse Handeln, um das Denken und dass es untrennbar mit dem christlichen Glauben verbunden ist. Also du kannst jetzt nicht sagen, okay, ich glaube das Richtige, deswegen ist es egal, wie ich lebe. Christlicher Glauben und christliches Leben, theologisch gesprochen, Dogmatik und Ethik gehören untrennbar zusammen. Man kann die unterscheiden, aber nicht trennen. Und für die Methodik ist es auch ganz wichtig, dass wir so ein bisschen Ablauf haben, wie entscheide ich überhaupt, was richtig und falsch ist? Wie funktioniert christliche Ethik? Und da habe ich euch 1, 2, 3, 4, 5 Punkte, die kann man sich auch merken, mitgebracht. Die erste grundlegende Frage bei christlicher Ethik, also Leben nach dem Willen Gottes, ist erstmal, entspricht es der Bibel? Ihr alle habt eine Bibel, manche sehen so aus, manche sind auf dem Handy. Ich mag den Print mehr, aber das ist eine Geschmacksfrage. Die grundlegende Frage ist, entspricht es der Bibel? Was sagt die Bibel? Was sagt die Bibel zu dem Thema? Dann der 2. Punkt ist, ich schaue auf Jesus. Ich schaue auf Jesus, der am Kreuz für mich gestorben ist. Das ist der zentrale Punkt. Alle Ethik muss Jesus im Blick haben. Wenn die Ethik, die Frage, wie lebe ich nach dem Willen Gottes, Jesus aus dem Auge verliert, nicht gut. Der 3. Punkt ist, christliche Ethik
berücksichtigt die Ewigkeit. Ich habe immer diesen Blickwinkel der Ewigkeit mit im Blick. Der vierte Punkt ist, christliche Ethik nimmt wahr, dass die Gottes- und Nächstenliebe die Zusammenfassung der Ethik ist. Also jedes ethische Gebot kann man am Ende, wenn man es komprimiert, auf die Gottes- und Nächstenliebe zusammen zurückführen. Also das heißt, Ethik hängt immer mit Gottes- und Nächstenliebe zusammen. Und last but not least, christliche Ethik ist eine Nachfolgeethik. Man macht sich bewusst, ich folge Jesus nach. Das ist, worum es auch geht. Und noch ein paar weitere Grundlagen. Wenn wir uns die Frage stellen, was sagt die Bibel, geht es jetzt nicht darum, dass ich die Bibel aufschlage, Finger drauf tue und sage, okay, der Vers spricht mich an oder nicht, sondern ich brauche eine gewisse Methodik. Die erste Frage, die ich mir richtigerweise stelle, ist, wer ist der Adressat? Also an wen ist der biblische Text geschrieben? Geht es an alle Gläubigen ganz allgemein? Ist eine spezielle Verheißung an Israel? Eine spezielle Aussage an die Gemeinde? Ein besonderer Befehl an einen einzelnen Prophet oder König? Dann die Frage, was steht eigentlich im Text? Worum geht's da? Was ist der Zusammenhang? Grundsätzlich auch sehr wichtig, weil die Bibel zitiert auch den Teufel mal, also geh auf den Tempel und wirf dich hinab und er wird seinen Engeln befehlen, dass sie dich bewahren. Wenn man nur den Text alleine, ohne Zusammenhang nimmt, könnte es schwierig werden. Die Frage ist, die Situation, die damals beschrieben wird, ähnlich mit der Situation, in der ich lebe, ist ein positives Beispiel oder ein Gebot. Also wenn ihr lest, Judas ging hin und da hängt es sich, das ist kein positives Beispiel. Und eine Frage, die ihr euch ausstellen könnt, gibt es da ein Prinzip? Gibt es da ein Prinzip, das ich auf heute übertragen kann? Also gibt es da um grundlegende Richtungen? Und in welche Richtung redet die ganze Bibel darüber? Also zum Beispiel bei Sexualethik, wie ist der Gesamtzusammenhang der Bibel zu dem Thema? In welche Richtung gehen die gesamten biblischen Aussagen zur Frage der Sexualität? Wenn ihr euch mehr über diese Grundlagen informieren wollt, habe ich zwei Empfehlungen. Einmal ein ganz tolles Einführungsbuch von Helmut Burkhardt. Das ist so, man spricht da von Fundamentalethik. Und dann gibt es noch einen tollen Vortrag von Christoph Frädel. Den gibt es bei Glauben, Denken. Den könnt ihr euch auch reinziehen. Der ist gut verständlich und fasst es alles ganz gut zusammen. Also zwei Empfehlungen von mir für alle, die gerne lesen, was immer eine gute Sache ist, und für alle, die lieber mal einen Podcast hören. Und damit springen wir gleich in die Bibel. Jetzt wird's heiß. Die Frage ist, was sagt die Bibel zum Thema Homosexualität? Ich stelle euch erst mal die 2,5 Auslegungsmöglichkeiten vor, die es zu diesem Thema gibt. Die traditionelle Position sagt, die Bibel sieht Sex allein in der Ehe zwischen Mann und Frau und bezeichnet gleichgeschlechtlichem Sex als Sünde. Die traditionelle Position sagt, weil die Bibel das sagt, ist es so. Weil die Bibel sagt, homosexueller Sex ist Sünde, ist es Sünde. Es gibt eine Abwandlung davon, die findet man vor allem in der sogenannten liberalen Theologie, die sagen, ja, die Bibel sagt es, aber die Bibel ist nicht Wort Gottes, deswegen kann ich es heute anders sehen. Beispielsweise William Lowder würde das so vertreten, aber auch andere deutschsprachige, historisch-kritische Theologen. Dann gibt es eine revisionistische Auslegung. Das ist meiner Beobachtung nach so ein postevangelikaler Sonderweg. Also die sagen, die biblischen Texte, die sprechen gar nicht von homosexuellem Sex in dem Sinne, wie wir ihn heute kennen, sondern da geht es einfach nur um Unterdrückung, um Vergewaltigung, Ehebruch und Missbrauch oder Promiskuität, also dass man sich von einem zum anderen durchvögelt. Die sagen damit, okay, was die Bibel sagt, hat mit uns eigentlich heute gar nichts zu tun. Hauptvertreter sind vor allem in Deutschland Thorsten Dietz, Tobias Feigs noch so ein bisschen unter das Buch von dem Arzt Martin Grabe. In der
klassischen historisch-kritischen Auslegungsgeschichte sehe ich das eher als so einen Sonderweg, der mittlerweile überholt ist. Das war schon mal zu den Punkten, zu den Positionen, die es dazu gibt. Ich möchte noch zum, bevor wir es richtig in die Texte reingehen, noch ein paar Grundinfos geben. Was richtig ist, ist, die Autoren der Bibel, die hatten jetzt nicht das Label homo oder heterosexuell. Die haben jetzt sich nicht überlegt, okay, ist der jetzt schwul oder heterosexuell? Die hatten andere Deutungsrahmen. Die hatten das Label aktiv oder passiv. Also bist du im Sex aktiv? In dem Fall, das ist der Mann, der penetriert. Oder bist du passiv, die empfängt oder der empfängt. Also das waren die zwei Labels. Also wenn ein Mann mit einem Mann geschlafen hat, dann haben sie nicht gefragt, oh, sind die zwei schwul, sondern ist der jetzt aktiv oder passiv? Das waren so diese Labels. Das nur zur Info vorab. Das müssen wir immer wieder da beachten. Und jetzt machen wir, ich habe noch 80 Minuten, schön. Jetzt machen wir in den nächsten 80 Minuten einen Ritt durch die Bibel und die ganzen Einwände und Fragen an die Bibel. Ganz grundlegend, wenn ihr alles in der Bibel über Sex wissen wollt, wo fängt man an? Klar, Adam und Eva. Also muss man immer wieder dort anfangen. In der Genesis findet man das Grundlagendokument insgesamt zur menschlichen Sexualität. Die Bibel ist da sehr positiv. Also alles, was Leute sagen, dass die Bibel Sex negativ ist, das ist Käse. Die Bibel ist sehr bejahend zur Sexualität. Die Bibel hat das Bild, dass Gott der Erfinder von Sex ist, es den Menschen gegeben hat, gesagt, hier habt ihr es, gönnt euch reichlich und es ist auch toll, wenn Kinder dabei rauskommen, aber es ist eben auch dazu da, einfach um eins zu sein. In der Genesis haben wir die Ehe als eine lebenslange Partnerschaft, die exklusiv ist und die zwischen Mann und Frau ist. Also was wir einfach als Beobachtung feststellen können, Genesis, die Schöpfungserzählung, kennt die heterosexuelle Ehe. Sie sagt noch nichts über die homosexuelle Beziehung aus. Das ist nicht das Thema da, aber man sieht erstmal, Gottes Wille für Menschen und seine Sexualität ist, dass es im Rahmen der Ehe stattfindet. Das mal zum Grundlagendokument. Wenn es jetzt um die Frage geht, was sagt die Bibel alles sonst zur Homosexualität, werden viele Texte genannt. Ein Text, auf den ich nicht eingehe, und ich begründe in meinem Buch, warum ich darauf nicht eingehe, beziehungsweise warum ich der Meinung bin, es hat nichts mit Homosexualität zu tun, ist die Geschichte von Sodom und Gomorra, beziehungsweise nur von Sodom. Da geht es meiner Meinung nach um homosexuelle Vergewaltigung. Die ist immer Mist, egal ob sie homo- oder heterosexuell ist. Deswegen ist es nicht das Thema, auf das ich heute eingehen werde. Die erste Stelle vom Alten Testament, die ich behandeln werde, ist Levitikus 18, 22 und Levitikus 20, 13. Also wir sind jetzt noch im Alten Testament. Levitikus, das ist so ein Buch in der Bibel, wo sehr viele Gesetze sind. Und wenn man da einfach mal ohne viel Vorbereitung reinliest, kann man erstmal denken, oha, da steht ja allerhand Interessantes oder Verwirrendes eher. Ich lese mal die beiden Texte vor. Und bei einem Mann sollst du nicht liegen, wie man bei einer Frau liegt. Ein Gräuel ist es. Und der andere Text. Und wenn ein Mann bei einem Mann liegt, wie man bei einer Frau liegt, haben beide ein Gräuel verübt. Sie müssen getötet werden, ihr Blut ist auf ihnen. Auf die juristischen Folgen möchte ich mal da weniger drauf eingehen, sondern erstmal auf den Grundsatz, um was es hier eigentlich geht. Der Zusammenhang von den beiden Versen sind die sogenannten Heiligkeitsgesetze. Da geht es um eine Aufforderung ans Volk Israel, dass sie heilig leben, weil Gott heilig ist. Und diese Heiligkeit umfasst sehr viele Bereiche, eben auch ihre Sexualität. Also der ganz normale Alltag wird dort behandelt, der Gottesdienst wird behandelt und eben auch die sexuellen Verhalten. Die Frage, die wir uns bei dem Text stellen müssen, ist, geht es hier um Menschen, die einander lieben? Geht es um Menschen, die miteinander einvernehmlich Sex haben? Wir nähern uns der Frage über zwei weitere Fragen an. Was bedeutet Gräuel? Verwendet ihr vermutlich jetzt nicht jeden Tag im ICF, nehme ich an. Okay, ich nehme das mal als Nein. Und das Zweite ist, welche Handlung wird hier als Gräuel bezeichnet? Also,
aufgrund von der Formulierung, bei einem Mann sollst du nicht liegen, wie man bei einer Frau liegt, und jetzt kommt es ein bisschen technisch, Achtung, ist erstmal davon auszugehen, dass ein Gräuel erst einmal die Kopulation von zwei Männern miteinander ist. Das Adjektiv, das da verwendet wird, das zeigt an, dass es hier von Männlichem mit Männlichem geht, was mit einem Imperativ verboten wird. Ich hoffe, das werdet ihr euch alle merken. Eine Parallele zum heterosexuellen Geschlechtsverkehr liegt vor und ist nicht von der Hand zu weisen, weil der Vergleich da ist, wie man bei einer Frau liegt. Also ist ziemlich klar, da geht es um erstmal normalen Sex. Die Frage, die für uns relevant ist, verbietet die Bibel jegliche Form von gleichgeschlechtlichen Sex oder sind da Formen von Gewalt und Unterwerfung dabei? Ich habe dazu alles Mögliche an Texten gelesen, was ich so auftreiben konnte. Und einer, der in Deutschland da eine andere Position vertritt, das ist Thomas Hieke, katholischer Alttestamentler an der Uni Mainz, der schreibt zu dem Vers, dass hier der gleichgeschlechtliche genitale Analverkehr zwischen Männern, dass der so gut wie nie Ausdruck einer Liebesbeziehung gewesen sei, sondern stets mit expliziter Gewalt verbundene Machtdemonstration war, das vom überlegenen, penetrierenden Mannes gegenüber dem unterlegenen Mann, der quasi die Rolle der Frau einnimmt. Der sagt somit, da geht es eigentlich um was anderes. Seine Meinung ist, die Grundintention des Verbots ist, wenn zwei Männer miteinander Sex haben, ist erstmal ein Teil von Gewalt. Und er meint, gleichzeitig hängt damit der Verlust von Nachkommen zusammen. Also zwei Männer, die miteinander vögeln, das gibt keine Kinder, wird es auch nie geben. Der sagt ja, darum geht es eigentlich. Und deswegen sagt er, ist es verboten, deswegen darf ein Mann auch nicht während den Tagen mit seiner Frau schlafen. Der sieht den Text aus einem historischen Kontext, der ein völlig anderer ist. Der sagt, es ist in der persischen Zeit entstanden und dass es darum geht, dass Israel als Volk fortbesteht. Der schreibt weiter, hier ist nicht von Homosexualität im heutigen Verständnis die Rede, sondern nur von gleichgeschlechtlichem Analverkehr mit Samenerguss und das in einem Kontext, der vom Grundsatz beherrscht ist, dass die Gemeinschaft Nachkommen braucht. Jetzt ist es so, dass mich diese Auslegung nicht wirklich überzeugt und damit bin ich auch nicht alleine. Erstmal muss man für diese Auslegung ziemlich viele Vorannahmen annehmen, die ich ziemlich konstruiert finde. Es gibt keine Hinweise dafür, dass das Gesetz erst unter der Perserzeit entstanden ist. Aber auf das Hauptargument, die Gewalt, möchte ich mal eingehen. Vor allem bei Levitikus 20,13 wird deutlich, dass der gleichgeschlechtliche Sex quasi das Spiegelbild zum heterosexuellen Sex hier ist. Also um eine Ehevollzug geht. Zwang und Unterdrückung scheint hier gar nicht vorhanden zu sein. Also von Zwang und Unterdrückung oder zu Zwang und Unterdrückung gibt es gar keine Hinweise in diesen Texten. Die Bibel kennt konkrete Formulierungen, wenn es um Zwang und Gewalt geht. Also zum Beispiel im 5. Mose 22, 25 bis 27 wird von Vergewaltigung geschrieben. Der Begriff, der da verwendet wird, ist ein völlig anderer. Da wird von einem Ergreifen die Rede. Was man hier sagen kann, ist, wir haben vielmehr einfach nur die Parallele zwischen dem Sex von Mann und Frau auf den Sex zwischen Männern gespiegelt bekommen. Wir haben auch keinen Hinweis, dass es hier irgendwie um Sklaverei geht oder um Unterdrückung, um Missbrauch oder Ähnliches. Der Begriff für Mann ist hier Zakar. Das ist ein hebräischer Begriff und der wird allgemein für normal erwachsene Männer verwendet. Also das ist keine Beschreibung für irgendjemand, der jugendlich ist, keine Beschreibung für einen Sklaven, keine Beschreibung für jemanden, den man Gewalt antut. Es ist ein streng normaler Mann. Also wovon hier Levitikus spricht, ist, einer, der männlich ist, hat mit einem anderen männlichen Sex. Ganz allgemein formuliert. Dass beide Männer da auch einvernehmlich handeln, wird auch daran deutlich, dass beide die Verantwortung dafür tragen müssen, also im juristischen Sinne. Bei Vergewaltigungen zum Beispiel, da war es so, da wurde der Täter bestraft.
nicht das Opfer. Und hier werden beide bestraft. Deswegen halte ich die ganzen Argumentationen, dass es um Gewalt geht, für ziemlich an den Haaren herbeigezogen, für nicht überzeugend. Und die meisten Ausleger gehen auch in die ähnliche Richtung und sagen, nö, das war einfach so homophob, wie es heute für uns klingt. Auch das Argument von der Samenverschwendung finde ich ziemlich wenig überzeugend. Wir haben in der Bibel eine sehr bejahende Vorstellung zur Sexualität. Das heißt, wenn ihr das Hohelied liest, da geht es nicht einfach nur darum, Nachkommen zu schaffen. Das ist schön, aber das ist nicht das Hohelied, das das zum Beispiel dort als Hauptthema hat. Es geht einfach um das Einssein von Mann und Frau bei der Sexualität. Und wenn ihr Sprüche 5, 18 und 19 lest, das könnt ihr mal in Ruhe machen. Da geht es einfach nur ums Feiern der Erotik und jetzt nicht darum, dass der männliche Samen irgendwie ja nicht verschwendet wird. Vielmehr ist davon auszugehen, dass es hier um eine Schöpfungsordnung geht, die Zuordnung von männlichem und weiblichem zueinander hat. Die darf nicht verletzt werden. Und der Kontext der Gesetze ist auch, dass es vor den Sünden der Kanaan näher warnt, in der Homosexualität zumindest ausgeübt wurde. Im wissenschaftlichen Bibellexikon im Internet, Bibellex steht von dem Zehnder, der schreibt, die wahrscheinlichste Auslegung der beiden Verse ist die in den meisten Kommentaren aufgenommene breite Sichtweise, nach der homosexuelle Akte im umfassenden Sinn verboten werden. Dem angesprochenen männlichen Du wird untersagt, die Art von geschlechtlichem Umgang mit einem männlichen Partner zu pflegen, die der Frau vorbehalten sind. Jetzt wisst ihr zu Levitikus Bescheid. Wir springen nach den beiden Levitikus-Stellen ins Neue Testament und erstmal in die Umwelt vom Neuen Testament, weil da liegt auch so eine große Streitfrage drin. Ich habe von der revisionistischen Exegese vorher erzählt, also die sagen, die Texte im Neuen Testament, die kannten gar keine homosexuellen Beziehungen im konsensuellen Sinn. Deswegen wird es da häufig diskutiert und wer sich da wirklich in der Tiefe damit auseinandersetzen möchte, William Lowder, das ist kein Theologe, bei dem ich in allem mitgehe, der würde jetzt eher als ein liberaler Theologe bezeichnet werden. Der hat aber alle Texte aus der Umwelt vom Neuen Testament und Co. zur Sexualität durchgearbeitet. Der hat da riesen Werke geschrieben. Es gibt so zwei zusammenfassende Werke, einmal Making Sense of Sex und dann Sex Then and Now. Gibt es alle nur auf Englisch, aber die sind dennoch spannend zu lesen. Und er kommt da am Ende zum Ergebnis, okay, die Antike, die kannte sämtliche Formen der Homosexualität. Und auch Paulus verurteilt diese. Sein Motto ist halt, okay, die Bibel sagt's, aber wir wissen es heute besser. Aber ich möchte trotzdem ein paar Beispiele nennen. Die Bandbreite war richtig groß zur damaligen Zeit. Klar, es gab die sogenannte Päderastie, das war eine Form der Homosexualität, die nicht wirklich für uns relevant ist, weil das da um die sogenannte Knabenliebe ging. Also da war ein Teenager und ein etwas älterer Mann. Der ältere Mann war sein Mentor und gleichzeitig sein Liebhaber. Heute sprechen wir da ganz klassisch von Missbrauch, was es auch ist. Was zur damaligen Zeit aber auch war, war, dass es keine Ausnahme war, dass Männer ihre ersten sexuellen Erfahrungen mit Männern gemacht haben. Kam vor, war nichts Unnormales. Was unbestritten ist, ist, dass es viele homosexuelle Beziehungen mit einem Machtgefälle gab. Die gab es. Also es galt als normal, dass männliche Sklavenbesitzer mit ihren Sklaven Sex hatten. Egal, ob sie männlich oder weiblich waren. Das war normal. Je nachdem, wie sie eben Lust hatten. Es gab da unterschiedliche Bewertungen davon. Homer, kennt ihr? Der fand das ganz toll. Alus Gellius, ein Philosoph, der fand das beschämend. Und der Dichter Horaz, der hat dem aufgegeilten Mann empfohlen, sich doch eher mit seinem Haussklaven zu vergnügen, als vor Geilheit zu brennen. Es gab auch Prostitution, die war legal und extra besteuert. Es gab männliche und weibliche Prostituierte. Von Nero gibt es den Bericht, dass er einen Mann geheiratet hat, den er zuvor entbannt hat.
Allerdings kann man all den Bereichen jetzt nicht von konsensuellen Beziehungen sprechen. Also wenn man nur die Beispiele hätten, müsste man sagen, okay, was in der Antike gelebt worden ist, das war anders als heute. War es aber nicht. Es wird auch oft die Frage gestellt, okay, ist nicht eine Erniedrigung per se, wenn ein Mann sich penetrieren lässt? Galt es nicht als eine Erniedrigung? Man hat zum Beispiel über Julius Caesar gespottet, weil er sich penetrieren lassen hat. Also der hatte einen Mann mit einem anderen Mann Sex und war selber in der passiven Position. Was wir aber auch hatten, waren Paare, die sich abgewechselt haben. Und Rom, wo da erst mal ein bisschen, naja, zurückhaltender war, die wurden immer mehr von den Griechen geprägt. Da wurde der passive Part oft noch belächelt, aber irgendwann wurde der hingenommen, zum Teil sogar idealisiert. In einem Standardwerk zur Homosexualität bzw. ein Standardartikel von Hoheisel heißt es, am nächsten liegt deshalb die Vermutung, dass die uneingeschränkte Billigung, die der aktive Partner genoss, wenn auch nicht ganz ohne Spott mehr und mehr auch auf den passiven Freien ausgedehnt wurde, sofern er die weibliche Rolle freiwillig und nicht aus finanziellen Rücksichten übernahm. Also wenn man das freiwillig sich penetrieren lassen hat, das war okay. Wenn er es gemacht hat, um irgendwie finanziell besser dazustehen, das wurde verachtet. So war damals die Position. Oft wurde behauptet, dass Homosexualität oft nur von Männern ausgelebt wurden, die in einer heterosexuellen Ehe waren. Habe ich immer wieder gehört, das Argument rauf und runter, wird ständig auch wieder neu vorgebracht. Es ändert nichts daran, dass das Argument falsch ist. Es war nicht so, dass alle Römer verheiratet waren. Als Paulus den Römerbrief geschrieben hat, waren da nicht alle einfach schon in einer Ehe drin. Die reichen Römer konnten es sich leisten, unverheiratet zu sein. Und die hatten dann alle Freiheiten, die sie wollten. Es waren nicht alle damals verheiratet. William Lowder schreibt, es ist unumstritten, dass es Männer gab, die auf andere Männer ausgerichtet waren. Das war nicht unbekannt. Wieder ein anderer Artikel aus dem wissenschaftlichen Bibellexikon. Da schreibt der Scholz, nicht Olaf, sondern ein anderer, Freilich verweisen ebenso Spuren auf grundsätzliche homoerotische Dispositionen. Auch dauerhafte Beziehungen zwischen Männern lassen sich finden. Die überwiegende Mehrheit der antiken Texte spricht aber nicht von homosexueller Identität, sondern von gleichgeschlechtlichem Verhalten. Also es war bekannt, dass es die Orientierung gab, aber man hat ein anderes Label dafür gehabt wie heute. Es ging vor allem um den Akt und jetzt weniger um, ich sag mal, die ganzen anderen Aspekte. Das homosexuelle Verlangen war damals bekannt. Es gab Ärzte, die davon berichtet haben, zum Beispiel von Frauen, die voller Verlangen waren, ihren Sex mit anderen Frauen zu befriedigen. Das Einteilungsmuster war bekannt, aber das Einteilungsmuster war eben aktiv und passiv. Joel White hat ein geniales Buch geschrieben über Sexualität insgesamt und da hat er auch ein Kapitel zur Homosexualität drin und da schreibt er völlig richtig, die Ansicht, dass die Menschen in der Antike nichts von einer homosexuellen Orientierung wussten, wird immer wieder in die Diskussion eingebracht, seitdem John Boswell 1980 diese These erörterte. Sie ist nachweislich falsch. Viele antike Autoren nehmen wahr, dass manche Menschen grundsätzlich homoerotisch veranlagt sind und es fehlt nicht an Diskussionen über die Ursachen hierfür. Platon meint, dass dies auf einen Fehler im Prototyp des Menschen zurückzuführen ist. Hippokrates und Parmenides vermuten etwaige Störungen während der Zeugung. Aristoteles hält Missbrauch in der Kindheit für die Ursache. Soranus meint, eine solche Orientierung ist von den Eltern vererbt. Julius Firmicus Maternus gibt den Sternen die Schuld dafür. Alles verschiedene griechische Philosophen an Theorien, woher Homosexualität kommt, hat es nicht gemangelt. Was in der Antike auch bekannt war, was ich in den Quelltexten gefunden habe, sind Eheschließungen von gleichgeschlechtlichen Paaren. Beispielsweise Clemens von Alexandria, ein Kirchenvater, der berichtet davon auch,
Also das war von Frauenwurst berichtet von einer Hochzeit. Die war nicht staatlich anerkannt, die Ehe, aber es gab eben eine Trauhandlung. Josephus kennt das. Auch außerbiblische jüdische Schriften wie Sifra Ahare kennen gleichgeschlechtliche Eheschließungen. Und übrigens, das Argument, das bei Männern oft ins Feld geführt wurde, Sexualität als Machtausübung durch Penetration fällt bei Frauen bekanntlich weg. Das ist nachher beim Römerbrief relevant. Ich schließe mich der Meinung von N.T. Wright an, einem britischen Neutestamentler, der sagt, dass die antike Welt sehr wohl homosexuelle Beziehungen kannten, die lebenslang andauerten. Und Ulrich Wilkens, ehemaliger Altbischof und Professor für Neues Testament, schreibt: Viele Kritiker machen sich freilich nicht die Mühe, sondern meinen, es bedürfe allein der Feststellung, dass zur biblischen Zeit Homosexualität im Sinne heutiger Erfahrung und Bedeutung noch nicht bekannt gewesen sei und das biblische Zeugnis deswegen für unsere Gegenwart nicht von Belang sei. Das trifft aber nicht zu. Gleichgeschlechtlicher Verkehr ist damals in der gleichen Breite vom brutalen Koitus bis hin zu erotisch verfeinerten Formen praktiziert worden, wie in homosexuellen Kreisen heute. Und auf die Praxis als solche kommt es der Bibel an. Dem kann ich mich anschließen. Wer da noch eine kleine Vertiefung möchte, in dem Fall einfach mal als Podcast, Armin Baum, ein großartiger Neutestamentler, hat einen Vortrag gehalten, wo es einfach um diese Frage geht, kennt das die Antike eine homosexuelle Orientierung? Der bringt alles Mögliche an Quellen. Wenn man den Vortrag gehört hat und dann immer noch sagt, das gab's alles nicht, dann kann ich auch nicht weiterhelfen. Damit kommen wir zum Neuen Testament, zum Römerbrief. Ihr kennt die Stelle, das ist die Hauptstelle, die am meisten in der Diskussion angeführt und diskutiert wird. Ich lese mal die Verse, ja, es müsste jetzt heißen 27 bis 27, wer einen Fehler entdeckt, darf ihn behalten. Ich lese mal 26 und 27 vor. Deswegen hat Gott sie dahingegeben in schändliche Leidenschaften. Denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr in den unnatürlichen verwandelt. Und ebenso haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen, sind in ihren Begierden zueinander entbrannt, indem die Männer mit Männern Schande trieben und empfingen den gebührenden Lohn ihrer Verwirrung an sich selbst. Ein spannender Text. Ich werde jetzt nicht ihn Vers für Vers komplett durchgehen. Das wäre an einem anderen Punkt vielleicht dran, aber die Zeit haben wir leider nicht ganz. Von daher einzelne Punkte einfach. Erstmal, was verstehen wir hier in diesem Vers über oder vom natürlichen Verkehr? Kurz gesagt, damit ist der natürliche Geschlechtsverkehr von einem Mann mit einer Frau gemeint. Das ist hier der natürliche. Der Rückgriff auf den Begriff Natur zeigt, hier geht es nicht um eine kulturelle Sondermeinung von Paulus, sondern das ist universell geltend. Hier geht es um eine Schöpfungsordnung. Die Parallele zur Schöpfung ist naheliegend. Wieder ist hier vom Männlichen mit einem Weiblichen die Rede. Verstärkt wird es durch die anatomische Komplementarität, mit der Mann und Frau aufeinander auch in ihren Geschlechtsorganen ausgerichtet sind und vielleicht auf Interaktion und Zeugung von Nachkommen ausgerichtet sind. Der unnatürliche Verkehr, das ist hier als Gegenpart eingeführt, als Gegenpart zum heterosexuellen Geschlechtsverkehr. Im Vers 27 wird es ausgeführt. Auffallend ist hier, dass die klassischen Begriffe männlich und weiblich genannt für Mann und Frau verwendet werden, sondern wir haben die Geschlechter männlich und weiblich. Also das heißt hier wieder, okay, die männlichen treiben es miteinander und die weiblichen treiben es miteinander. Hier ist wieder ein Anklang aus Genesis 1, 27 unter Bezug zu Levitikus vorhanden. Frauen, die werden als erstes hier genannt. Das ist übrigens die einzige Stelle, wo explizit Frauen in Bezug auf Homosexualität in der Bibel genannt werden. Aber viele Ausleger sagen, okay, die Levitikus-Stellen, die sind so auf den Mann bezogen, aber schließen die Frauen natürlich mit ein. So ist es bei vielen biblischen Gesetzen. Die Welt war damals so, dass sie eben auf die Männer angeredet wurden, aber die Frauen sind dadurch nicht ausgeschlossen. Also Frauen werden zuerst genannt, die haben den Geschlechtsverkehr, wofür ihre Geschlechtsorgane ausgerichtet sind, eben verlassen.
und also mit denen ihrer Männer und gegen den Unnatürlichen ausgetauscht, wofür die Geschlechtsorgane eben nicht ausgerichtet sind. Das Verhalten der Männer wird dem Verhalten gespiegelt. Auch hier wird beschrieben, dass Männliches mit Männlichem Sex hat. Auffallend, und das schreibt auch William Lowder, ist, dass hier ein sexuelles Verlangen vorhanden ist, das fürs gleiche Geschlecht entbrannt ist. Also man kann jetzt nicht einfach sagen, okay, hier geht es wieder um Unterdrückung oder Missbrauch, sondern beide haben Bock darauf. Also beide wollen den Sex miteinander haben. Es ist tatsächlich der Wunsch vorhanden, es ist die Lust vorhanden. Deswegen kann man nicht einfach nur von Promiskuität sprechen oder dass Männer, die heterosexuell sind, auch mal das mit dem gleichen Geschlecht versuchen. Es geht tatsächlich um ein brennendes Verlangen. Auch Spuren von Gewalt, Unterdrückung etc. etc. lassen sich nicht finden. Nochmals, Männer werden hier mit den Frauen gespiegelt beim gleichgeschlechtlichen Sex. Bei Frauen kann man auch nicht von einer Unterdrückung durch Penetration reden. Hier geht es tatsächlich um den homosexuellen Geschlechtsverkehr ganz im Allgemeinen. Die ganzen Beziehungskonstellationen, die möglich wären, sind hier gar nicht erwähnt, weil sie für Paulus nicht relevant sind. Also für Paulus geht es tatsächlich um den Grundsatz, der sagt, das gleiche Geschlecht hat keinen Sex mit dem gleichen Geschlecht. Das ist der Grundsatz, um den es Paulus hier geht. Seine Beurteilung, die Beurteilung vom Wort Gottes, ist in dem Fall, dass dieser Geschlechtsverkehr schädlich und widernatürlich ist und wird als ein Beispiel für die Sünde bezeichnet. Das ist ein Beispiel, eine Veranschaulichung dafür, was Sünde ist. William Lowder, der Papst quasi der sexuellen Literatur in der Antike, sagt, dass die Verbote nicht nur die exzessiven Arten beinhalten, sondern auch alle anderen Formen. Deswegen fallen auch die Argumente in sich zusammen, die sagen, okay, hier geht es eigentlich nur um Unterdrückung oder darum, dass Menschen untreu sind und solche Sachen. Was diskutiert wurde, was William Lowder wieder einfügt, ist, der sagt, okay, Paulus hat sich ja geirrt, sagt er, und der sagt, Paulus verurteilt schon die Menschen, die homosexuell empfinden. Hier macht er meiner Meinung nach aber ein Irrtum, weil er nicht ganz deutlich macht, dass es zwei Arten gibt. Das eine ist, ich kann zur Sünde versucht werden. Das werden wir alle. Also ich empfinde jetzt heterosexuell. Wenn ich am Strand bin und ich eine schöne Frau mit einem Hauch von nichts sehe, merke ich manchmal die Versuchung, oh, da wollen die Augen wandern. Ist Mist. Die Versuchbarkeit ist da. Wenn ich die Versuchung spüre, sündige ich noch nicht. Wenn ich der Versuchung nachgebe, sündige ich. Und das ist auch hier genauso. Entscheidend ist nicht die Versuchbarkeit. Da haben wir alle unterschiedliche Versuchbarkeiten. Homosexuelle haben andere Versuchbarkeiten als Heterosexuelle in dem Gebiet. Die Frage ist aber, wie gehe ich mit dieser Versuchbarkeit um? Und nicht die Versuchbarkeit ist Sünde, sondern das Nachgeben gegenüber die Versuchung. Sam Albury, ein homosexuell empfindender Pastor, den ich sehr schätze, schreibt zu dem Vers im Römer: Es ist wichtig zu erkennen, dass Paulus hier in kollektiven Worten schreibt und nicht individuell denkt. Er beschreibt, was mit einer Kultur als Ganzes geschieht. Es geht zunächst nicht um den Einzelnen. Das heißt, von Einzelnen, dass manche von uns gleichgeschlechtliche Anziehungen empfinden, heißt nicht, dass wir uns stärker von Gott abgewandt hätten als andere oder er uns stärker dem Lauf der Dinge überlässt als andere. Dass es Leid in der Welt gibt, zeigt ebenso, dass wir als Menschen unter Gottes Urteil stehen. Ebenso erinnern mich meine homosexuelle Gefühle daran, dass mein Verlangen nicht okay ist, weil die Welt nicht okay ist. Wir haben uns alle von Gott abgewandt und gemeinsam sind wir der Sünde preisgegeben. Also dass Einzelmenschen homosexuell empfinden, liegt nicht daran, dass die besonders gesündigt haben. Es liegt daran, dass die Welt gefallen ist. Und dass sie jetzt in diesem Bereich Versuchungen empfinden, wie in anderen Bereichen oder in diesem und jenen Bereichen, das liegt an der Gefallenheit der Welt. An dieser Gefallenheit der Welt bedeutet aber nicht teilzuhaben, dass jetzt irgendwie diese Menschen schlimmere Sünder sind. Also wenn jemand homosexuell empfindet,
hat es nichts mit dem geistlichen Zustand zu tun. Ebenso wenig, wie wenn du asexuell empfindest oder sonst irgendwas. Das ist eine Folge vom kompletten Sündenfall, aber nicht die Sünde des Einzelnen. Wir haben noch etwas Zeit, das ist gut. Noch 50 Minuten und die nutzen wir und wir gehen jetzt zum Korintherbrief. Korintherbrief und der erste Timotheusbrief, die behandle ich zusammen. Ich werde es einfach ein Beispiel vom Korintherbrief machen. Da gibt es den Bibelvers, der auch manchmal umstritten gesehen wird. Ich lese ihn aber erstmal vor. Dort heißt es, oder wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht. Weder Unzüchtige noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Weichlinge, noch mit Männern Schlafende, noch Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Eine lange Liste. Die Frage ist, was hat es mit Homosexualität zu tun? Die zwei relevanten Begriffe, die wir haben, sind einmal die sogenannten Weichlinge und die mit Männern Schlafende. Das ist beides im Griechischen jeweils ein eigener Begriff. Einmal der Begriff Malakoi, das ist der für Weichlinge. Luther hat das mit Lustknaben übersetzt, meiner Meinung nach eine sehr schlechte Übersetzung von dem, was wir im Griechischen haben. Der andere Begriff heißt Arsenokoitai, den Luther mit Knabenschänder übersetzt, der allerdings auch so falsch übersetzt ist, der wörtlich übersetzt heißt mit Männern Schlafende. Ich bringe euch erstmal eine Definition von N.T. Wright, einem der führenden britischen Neutestamentler. Der schreibt, die Begriffe, die Paulus hier verwendet, beinhalten zwei Wörter, über die viel diskutiert worden ist, die aber Experten zufolge ganz klar auf die praktizierte männliche Homosexualität verweisen. Die beiden Begriffe verweisen jeweils auf den passiven und den aktiven Partner. Paulus setzt beide auf seine Liste inakzeptablen Verhaltens. Es ist hier wie bei allen anderen auf der Liste. Es sind Praktiken, die auszuleben für viele Menschen ein ganz starkes Bedürfnis ist. So stark, dass wir in unseren Tagen, ein Novum in den letzten rund 100 Jahren, Zeuge geworden sind, wie die Wörter homosexuell oder schwul zu einem Identifizierungsmerkmal aufgestiegen sind, zu einem Zeichen einer verborgenen Identität, die entdeckt oder erkannt werden kann. Das biblische Zeugnis und auch die pastorale Erkenntnis sagt, dass dies zutiefst irreführend ist. Genauso wie auch der damit einhergehende Gedanke, dass alle Menschen aktive sexuelle Erfahrungen brauchen, um vollständige, ganze, lebendige Menschen zu sein. Erfahrungen jeglicher Art, den eigenen Wünschen entsprechend. Also N.T. Wright sagt, der Konsens, den wir aktuell haben, ist, es geht hier um aktiven und passiven Sex. Ich möchte das mal ein bisschen aufdröseln, damit ihr das dann auch später argumentativ vertreten könnt, dass wenn jemand zu euch kommt und sagt, ja, hier geht es eigentlich nur um Kindesmissbrauch und Prostitution. Deswegen gehen wir ein bisschen ins Griechische mal rein. Erstmal der Begriff Malakos oder Malakoi. Der kann mit weich übersetzt werden. Also zum Beispiel weiche Kleider, dafür konnte man eben den Begriff verwenden. Aber in der Umgangssprache wurde jeder, der den passiven Part im homosexuellen Geschlechtsverkehr angenommen hat, sprich sich penetrieren lassen hat, als ein Malakos bezeichnet werden. Das war so die umgangssprachliche Bedeutung von diesem Begriff in dem Zusammenhang. William Loder, wie gesagt, der Papst zur Sexualität, der schreibt, mit hoher Wahrscheinlichkeit meint Paulus den passiven Partner im Geschlechtsverkehr, der die weibliche Rolle spielt, was für einen Mann schamhaft ist. Nichts deutet darauf hin, dass dabei nur männliche Prostituierte gemeint seien. Noch, dass nur an junge Männer Päderastie gedacht sei. Denn bekanntlich konnten auch ältere Männer die passive Rolle ausüben. Das ist das, was William Loder schreibt. Also man kann festhalten, der erste Begriff, der oft falsch mit Lustknaben übersetzt wird, heißt Malakos, bedeutet Weichling. Und das ist eine Umschreibung, zugegeben keine nette Umschreibung für alle, die sich im homosexuellen Geschlechtsverkehr penetrieren lassen haben.
Wir machen gleich mit Griechisch weiter. Arsenokoitai. Das ist der nächste Begriff, den ich mit Männer, die mit Männern schlafen, übersetze. Der Begriff besteht aus zwei griechischen Wortstämmen. Einmal Arsen, das ist männlich, also einfach das Männliche. Und dann Keimai, verliegen, oder in dem Fall Koites, davon wird es abgeleitet. Das ist eine Umschreibung, die ihr ein bisschen kennt von Koitus. Es ist einfach ein Euphemismus für Geschlechtsverkehr. Wörtlich übersetzt bedeutet es liegen. Ihr werdet jetzt an Levitikus denken, ein Mann, der bei einem Mann liegt wie bei einer Frau. Also hier heißt es wieder liegen. Also das geht einfach darum, ist ähnlich wie bei Schlafen. Wenn zwei Menschen miteinander schlafen, Sex haben, schlafen die natürlich nicht, sondern sind erstaunlich wach dabei. Und so ist es auch hier. Also wir haben hier mit Umschreibungen zu tun. Vermutlich hat Paulus sich auch an die griechische Übersetzung vom Alten Testament angelehnt, die Septuaginta, aus der man das entsprechend ableiten konnte, wo die beiden Begriffe recht nah beieinander sind. Also ein Arsenokoites ist erstmal ein Mann, der mit einem anderen Mann Sex hat. Ganz relevant für das Verständnis von dem Text ist und auch ein Argument, das ich immer wieder höre, lautet, hier geht es nur um Prostitution oder Missbrauch. Höre ich immer wieder. Und es ist dennoch falsch. Was sicher richtig ist, ist, dass in Korinth vor allem es genügend Prostitution gab. Dass viele prostituierte Sklaven waren oder ehemalige Sklaven und die sexuell ausgenutzt wurde. Dazu kommt, dass es in der griechisch-römischen Welt auch keine Ausnahme war, dass verheiratete Männer sich sexuell anderweitig vergnügt haben und neben ihrer Ehe mit Sklaven oder Prostituierten rumgemacht haben. Eine Beschränkung von dem Text aber allein darauf kann es nicht geben. Dazu ist der Text zu allgemein gehandelt. Natürlich schließt der Text mit ein, dass ein Sklavenbesitzer nicht mit seinem Sklaven Sex hat. Das ist klar, das wird mit eingeschlossen. Aber die Beschreibung ist viel weiter gefasst als allein darauf. Die verwendeten Begriffe geben keinen Hinweis auf Einschränkungen. Vielmehr macht Arsenokoitais deutlich, dass es hier um einen Akt von einem Mann mit einem Männlichen geht. Also wieder ist das Männliche, das Geschlecht eben hier auf das der Fokus gelegt wird. Das macht deutlich, okay, es geht einfach darum, ganz grundsätzlich, ein Mann geht nicht ins Bett mit jemand anderes, der männlich ist. Und da gibt es keine weiteren Einschränkungen. Also es ist ein generelles Verbot, eine generelle Beschreibung. Und ihr werdet auch wieder jetzt dran denken, okay, das erinnert einem an Levitikus, das scheint da echt eng zusammenzuhängen. Paulus greift dieses Verbot auf. Luise Schottroff, das ist eine Theologin, die vieles ist, aber sicher nicht evangelikal. Also sie würde jetzt vermutlich hier nie in den Gottesdienst kommen. Sie ist in der Frage auch selber das, was wir liberal nennen würden. Die schreibt in ihrem theologischen Kommentar zum Neuen Testament: Die weitläufige exegetische Diskussion über die Bedeutung dieser beiden Begriffe versucht häufig, diese Begriffe so zu moralisieren, dass sie auch für die Moralvorstellung späterer Zeiten verständlich sind. Malakoi als Lustknaben oder Stricherjunge und Arsenokoitai als Knabenschänder oder Prostituierte. Doch ist ernst zu nehmen, dass Paulus hier gleichgeschlechtliche Beziehungen zwischen Männern generell und wie die Tora und ihre späteren Auslegungen negativ bewertet. Paulus selbst denkt auch bei Arsenokoitai generell an Männer, die Männer penetrieren, nicht speziell an sexuellen Missbrauch von Kindern. Die Lösung, die sie übrigens danach findet in ihrem Kommentar, ist, dass sie sagt, okay, das ist halt nicht Wort Gottes, was Paulus hier schreibt. Also sie sagt, Paulus schreibt's, Paulus irrt sich, ich stimme mit Paulus nicht überein. Ich war neulich einer theologischen Veranstaltung, an der auch eine bekannte neutestamentliche Theologin aufgetreten ist, die gesagt haben, ja, Paulus sagt das, aber ich widerspreche Paulus. Finde ich übrigens die konsequente Art, mit dem Text umzugehen, wenn man ein anderes Verständnis hat. Also ich habe viel mehr Verständnis für diese Position als für die Position, die sagen, ja gut, es gab es das alles damals nicht. Weil da muss man wirklich theologisch sehr viel biegen.
wenn man sagt, okay, Paulus sagt's, aber ich sehe es anders, dann sage ich, okay, damit kann ich leben. Wir haben ein anderes Bibelverständnis. Wir könnten jetzt nicht zusammen Gemeinde bauen. Okay. Auf eine Frage noch beim Neuen Testament möchte ich noch eingehen. Und so viel Zeit haben wir auch noch. Ja, wunderbar, ich habe noch 40 Minuten. Was sagt Jesus dazu? Hört ihr bestimmt immer wieder die Aussage, Jesus, der sagt doch nichts zur Homosexualität. Wenn das Thema für Jesus so wichtig wäre, hätte er doch was gesagt. Und nennen wir jetzt mal die Bibelstelle, wo Jesus was zur Homosexualität sagt. Kennt ihr die? Vermutlich nicht. Also was richtig ist, ist, der Begriff Homosexualität kommt bei Jesus als Begriff nicht vor. Stimmt. Jesus tut jetzt auch nicht Levitikus 18 in dem Sinn nochmal wiederholen, dass er sagt, okay, Männer, ihr schlaft nicht mit anderen Männern. Übrigens, das war im Judentum selbstverständlich. Das war im Judentum nicht das Thema. Da gab es einen Konsens darüber. Im Judentum war klar, wir haben nur Sex innerhalb unserer Ehe. In der Theorie war das klar. In der Praxis, ja gut, anderes Thema. Ich vermute, da war es ähnlich wie manchmal in anderen Zeiten der Geschichte, auch in Deutschland, wo Theorie und Praxis etwas auseinandergingen. Was bei Jesus grundsätzlich zu beachten ist, ist, Jesus, der stand nicht im Widerspruch zum Alten Testament. Jesus hat, auch in der Bergpredigt übrigens nicht, dem Alten Testament widersprochen. Jesus hat immer das Alte Testament richtig ausgelegt und gesagt, hey, die Auslegung, die ihr da bringt in euren Überlieferungen, nee, lasst mal, ich zeige euch, wie es richtig geht. Aber Jesus hat nie der alttestamentlichen Sexualethik widersprochen, an keiner Stelle. Das Zweite, was zu beachten ist, ist, Jesus, der äußert sich schon zur Sexualität. Also der klammert das Thema nicht aus, aber der macht es allgemeiner. Weil eben das Thema Homosexualität kein spezielles Thema war, das in der jüdischen Welt gerade heiß diskutiert worden ist. Das war da eben nicht das große Thema. Aber er sagt allgemein zur Sexualität etwas. Und zwar tut er in Markus 7,21 fortfolgende sich unter anderem dazu äußern. Er benutzt den Begriff Porneia, den er natürlich auch als falsch bezeichnet oder die Handlung als Sünde bezeichnet. Und Porneia bedeutet jegliche Form von Sex außerhalb einer Ehe von Mann und Frau. Also Porneia kann man eigentlich ganz einfach definieren, das ist Sex außerhalb von dem Rahmen der Ehe von Mann und Frau. Alles, was außerhalb von dem Rahmen ist, ist Porneia. Das heißt, sei es Petting, sei es gleichgeschlechtlicher Verkehr, sei es Ehebruch, etc., 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 alle Formen, die ihr euch vorstellen könnt, das ist ein Containerbegriff, Porneia. Wenn ein Jude Porneia als Begriff benutzt hat, dann war automatisch Levitikus 18 im Background. Also da war klar, die ganzen sexuellen Sünden, die dort explizit genannt werden, die sind in Porneia mit einbegriffen. Und by the way, Jesus hat explizit nochmal danach nochmal vor Ehebruch gewarnt. Das ist wieder ein griechischer anderer Begriff als Porneia. Das heißt, um Ehebruch alleine konnte Jesus bei dem Begriff Porneia nicht gehen. Es ging ihm allgemein um alle Formen von sexuellen Sünden. Von daher, wenn jetzt jemand zu euch sagt, Jesus hat nichts zur Homosexualität gesagt, könnt ihr sagen, ja, aber. Und dann könnt ihr ihm die Stelle nennen. Also, das Argument, dass Jesus nichts dazu sagt, ist sehr schwach. Und wäre Jesus übrigens völlig anderer Meinung als die Bibel da, dann könnten wir ziemlich sicher sein, dass uns das in der Bibel überliefert worden wäre, denn das wäre so besonders, dass das kein biblischer Autor sich verkneifen könnte. Ich fasse zusammen. Das ist eine Richtlinie von meinem Gemeindebund, wo es heißt, es ist festzuhalten, dass es keine biblischen Aussagen gibt, die praktizierte Homosexualität positiv bewerten. Im Zentrum des Interesses steht dabei die homosexuelle Praxis in Übereinstimmung mit dem allgemeinen biblischen Praxis, die in Übereinstimmung mit den allgemeinen biblischen Aussagen zur Geschlechtergemeinschaft als dem ursprünglichen Schöpfungswillen Gottes widersprechend qualifiziert wird. Ich hoffe, ihr habt das alle verstanden. Wenn nicht, machen wir es ein bisschen einfacher. Alle biblischen Aussagen, die zu dem Thema gehen, sagen nein. Und sagen, Sex gehört in eine Ehe von Mann und Frau rein. Heinz Peter Hempelmann hat zugegeben schon vor einer ganzen Weile das Buch geschrieben, Liebt Gott Schwule und Lesben. Der schreibt, strittig ist weniger der exegetische Befund,
Streitfall ist in der Theologie und Kirche vielmehr die Frage, wie dieser historische Befund zu werten ist und welche Bedeutung ihm für die Gegenwart zukommt. Also die Aussage da ist, okay, was die Bibel sagt, ist eigentlich ziemlich klar. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Es gibt so eine bekannte Erzählung über einen der großen Theologen vom letzten Jahrhundert. Kennt ihr alle? Adolf Schlatter natürlich. Das ist ein Theologe, den ich gerade richtig abfeiere, über den ich gerade erst einen Artikel geschrieben habe, auf den ich warte, bis er endlich rauskommt. Der wurde an eine Uni berufen und ihm wurde dann die Frage gestellt, Herr Schlatter, stehen Sie unter dem Wort Gottes? Stehen Sie auf dem Wort Gottes, auf der Basis der Schrift? Und er sagt, nein, ich stehe unterm Wort Gottes. Und das ist auch die Frage, bei der Frage, stehen wir unter der Bibel? Also darf die Bibel zu uns etwas sagen? Darf sie über uns bestimmen? Oder stehe ich über der Bibel? Also kann ich sagen, okay, was in der Bibel steht, ja, hätte ich gar ein bisschen anders. Ich tue es jetzt einfach für mich mal als nicht relevant einstufen. Ich weiß es eher besser. Also das Motto ist ein Teil der Bibel zeitbedingt und den können wir streichen, oder ist die Bibel wirklich durch und durch Wort Gottes? Ich war neulich Zeuge einer spannenden Diskussion, bei der sich beide irgendwie einig waren, dass die Bibel Wort Gottes ist und der andere dann gemeint, ja gut, man könnte ja doch schon irgendwie so Sachkritik an der Bibel üben, also man kann einzelne Stellen dann für ungültig erklären. Anderes Thema halt. Wer sich näher damit beschäftigen möchte, was die Bibel sagt und sich da eine Dröhnung geben möchte, das umfassendste Werk, das ist schon, ja, ist noch relativ dünn, hat 500 Seiten oder 600, beschäftigt sich mit den ganzen biblischen Fragen, mit den ganzen Stellen, gibt eine gute Erklärung für die biblischen Aussagen da, ist von Robert Gagnon, The Bible and Homosexual Practice, gibt es leider nicht auf Deutsch, aber auch die englische Version ist gut lesbar. Ja, ich wäre vermutlich ein schlechter Verkäufer, wenn ich mein Buch da nicht empfehle. Und wer denkt, okay, ich will doch noch was auf Englisch lesen, aber nicht so ein Wälzer wie von Gagnon. Preston Sprinkle hat das Buch geschrieben, People to be Loved, weil Homosexuality is not just an issue. Ein geniales Buch. Das geht wirklich einen Rundgang durch das ganze Thema und behandelt auch die Frage, wie gehen wir mit Menschen gut um, wie gehen wir als Gemeinde damit um, kann ich auch wärmstens empfehlen, Preston Sprinkle. Ich habe wieder einen Blick auf die Uhr und sehe, ich habe noch 34 Minuten und ich habe von meinen Folien, ja, ich habe schon ein paar Folien erledigt. Immerhin, wir stellen uns jetzt die Frage, wie gehen wir damit um? Wir haben einen biblischen Befund, wie gehen wir damit um? Welche Relevanz hat das für mich? Und jetzt werde ich auch ein bisschen mehr rasen. Ich hoffe, ihr seid gut angeschnallt und könnt mir dann folgen. Ein paar Grundlagen für die Entscheidungsfindung, was ist richtig und was ist falsch, wie lebe ich? Die Grundlage Nummer eins ist Gott. Mein Gottesbild, das ist keine umfassende Gotteslehre, aber als Geber vom Leben ist Gott der absolute Herr. Als Christ ordne ich mich Gott unter. Gott ist, vor dem ich mein Leben verantworten muss. Gott kann Gehorsam verlangen und ich bin Gott untertan. Das zweite ist der Mensch. Ich bin ein Mensch, du bist ein Mensch, alle Menschen sind Menschen, wisst ihr ja. Ich bin Gottes Ebenbild, Gottes Statthalter auf Erden. Gleichzeitig bin ich durch den Sündenfall beeinflusst worden. Die Ebenbildlichkeit ist nicht zerstört worden, die habe ich immer noch, aber ich bin ein Sünder geworden. Ich bin aber als Gottes Ebenbild aufgefordert, Gottes Existenz wiederzuspiegeln. Also nicht Gottes Existenz in dem Sinn, aber dem Wesen Gottes entsprechend zu leben. Und was auch wichtig ist als Mensch bekomme ich meine Identität und Würde von Gott. Meine Identität und Würde wurzelt nicht auf meiner sexuellen Orientierung, egal ob sie homo- oder heterosexuell ist oder bisexuell. Meine Orientierung und mein Wert, den bekomme ich von Gott allein. Und als Christ bin ich ein gerechtfertigtes Kind Gottes und ein Heiliger oder eine Heilige. Das ist erstmal wichtig, bevor wir uns mit dem Thema weiter beschäftigen. Eine dritte Grundlage ist die Sünde. Wir alle haben Sünde erlebt. Der Mensch ist in seiner ganzen Existenz gebrochen in der Sünde. Sünde ist der Zustand der Gottestrennung und daraus folgt eine Tat, Taten, die Gottes Willen widersprechen. Die Wurzel von der Sünde ist Unglaube. Der Mensch glaubt Gott nicht und vertraut Gott nicht. Luther sagt, der Mensch will nicht, dass Gott Gott ist. Also der Mensch will nicht, dass Gott über uns herrscht. Das ist der altbekannte Ruf
gegen Jesus, ans Kreuz mit ihm. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrscht. Das ist das menschliche Herz. Und der Mensch sagt, Gott soll weg, Gott ans Kreuz. Durch die Sünde wurde mein moralischer Zustand entstellt. Auch mein moralischer Kompass ist dadurch kaputt gemacht worden. Also wenn Udo Lindenberg singt, mein Herz ist mein Kompass und zeigt mir einen Weg, dann denke ich mir, klingt ja schön, aber ist Mist, weil das Herz als Kompass, nee, das ist eine Götzenfabrik. Die Sünde beeinflusst den menschlichen Willen und mein ganzes Wollen. Und eine weitere Grundlage ist die Erlösung und Heiligung. Das heißt, ich habe den Zuspruch und den Anspruch Gottes. Ich habe einen Zuspruch Gottes mit der Erlösung. Ich bin von Gott gerecht gesprochen worden. Gott hat mich heilig gemacht. Das ist mein Zustand, den ich zugesprochen bekomme. Und deswegen hat Gott auch den Anspruch an mich. Gott hat mich gerecht gemacht und deswegen sagt der Johannes, leb entsprechend. Also ich bin quasi vom König adoptiert worden und jetzt soll ich mich gefälligst auch wie ein Prinzen verhalten. Also ich kann jetzt nicht danach irgendwo im Stall rumbaten bei den Schweinen und sagen, ja, ich bin ja so heilig. Nee, passt nicht ganz so. Der gerechtfertigte Mensch ist aufgefordert, heilig zu leben. Jesus sagt, ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Ich habe es in meinem Buch so geschrieben, weil der Christ im Zustand der Gefangenschaft in der Sünde gestorben ist, soll er sich seiner neuen Identität, die von Christus definiert wird, bewusst sein. Diese Identität bezeichnet den Christen als einen Heiligen. Der Christ ist daher aufgefordert, gemäß seiner neuen Identität in Christus zu leben und sich der Sünde gegenüber als gestorben zu betrachten. Somit bietet das christliche Paradigma einen neuen Kontrast zu einem der gängigen Paradigmen unserer heutigen Zeit. Das christliche Paradigma lautet, der Mensch ist Gottes Ebenbild und mit einer nicht wegzunehmenden Würde beschenkt, zwar in die Sünde gefallen, aber dennoch Ebenbild. Der Glaube erfährt seine Bestimmung durch Christus. Also nicht, was ich tue, nicht, was ich fühle, bestimmt meine Identität bestimmt Christus. Und was auch stimmt und was ich jetzt auch noch kurz vorlese, ist, der Glaubende erfährt wie der Nichtglaubende einen inneren Drang zum Handeln gegen Gottes Willen. Wie ein innerer Drang zum Handeln gegen Gottes Willen vorhanden ist. Die paulinischen Schriften bezeichnen dies mit Fleisch. Das Fleisch kann umgangssprachlich als der innere Schweinehund bezeichnet werden, der den Mensch zum Sündigen bringt. Das Wort Fleisch wird oft als eine Entgegensetzung gegen den Geist und den Willen Gottes aufgeführt. Der Glaubende lebt zeitlebens in einer Spannung zwischen Fleisch und Geist. Das Fleisch ist der Ort sämtlicher Versuchungen, auch Versuchungen sexueller Art. Also wenn Paulus von einem Kampf zwischen Fleisch und Geist spricht, dann sagt er, okay, wir sind alle versuchbar. Also solange ich lebe, bin ich versuchbar. Das Fleisch kann ich nicht ersäufen, das Fleisch kann ich nicht killen, das Fleisch bleibt da. Das bleibt der Begleiter, der nicht immer so geliebt wird, aber bis zum Lebensende. Das heißt, das Fleisch, das ist immer mein innerer Magnet zur Sünde. Und die Grundlage jetzt der christlichen Sexualethik, das schreibt auch der große Ethiker Klaus Bockmühl, lautet: Ihr gehört nicht euch selbst. Macht Gott Ehre mit eurem Leibe. Also eine Grundlage ist, mein Leib gehört Gott. Ich kann mit meinem Körper nicht einfach alles machen. Das ist übrigens Gnosis. Also das war eine christliche Irrlehre, die gesagt hat, was ich mit meinem Körper mache, wem interessiert's? Wenn ich da mich durch die Bordellen schlafe, wem juckt's? Ist doch nur mein Körper. Auf meinen Geist kommt es doch an. Und Paulus sagt, nee, dein Körper gehört Gott. Mein Körper ist ein Tempel vom Heiligen Geist. Und deswegen ist grundlegend, dass ich für Jesus lebte, für mich gestorben ist, dass ich ihm auch meinen Körper gebe. Christopher Yuan, der ist selber ein homosexuell empfindender Christ, der schreibt, dass die Bibel eine heilige Sexualität lehrt. Die hat zwei Pfade, also zwei Richtungen. Einmal an ins Keuschheit im Single-Dasein, also wenn ich Single bin, tue ich meine Sexualität nicht sündig benutzen, und Treue in der Ehe. Das ist heilige Sexualität. Also gelebte Sexualität in der Ehe und Verzicht außerhalb einer Ehe. Da tut uns auch darauf hinweisen, dass Gott beides segnet, sowohl Single-Dasein als auch Ehe. Also es ist nicht so, dass die Bibel so zwei Level kennt. Das eine sind die Verheirateten, die machen es so richtig, was Gott will. Das andere sind die Unverheirateten. Nee, beides ist vor Gott gleich viel wert.
Er schreibt zu Recht, dass gottgefällige Ehen und gottgefällige Single-Dasein zwei Seiten derselben Medaille sind. Wir sollten aufhören, das eine und das andere zu betonen. Beides ist gut und beides gehört zur heiligen Sexualität. Das nochmal als Grundlagen. Wenn ihr jetzt in der Diskussion seid zum Thema Homosexualität, dann gibt es oft Argumente, die immer wieder kommen. Also zum einen ist Sex kein Nebenthema. Warum fixiert ihr Evangelikalen oder ihr ICF-Leute euch immer auf das Thema Sexualität? Gibt es nichts anderes im Leben? Ich habe mal, nachdem etwas zu meinem Buch geschrieben worden ist, hat jemand das drunter kommentiert, ihr seid sexfixierter als YouPorn. Hat übrigens ein Pfarrer kommentiert. Dachte ich auch interessant. Aber warum fixieren wir Christen uns scheinbar auf das Thema? Ich habe zwei Antworten drauf. Zum einen, das Thema wird uns auch ganz schön aufgedrängt, als weil wir da einen ziemlichen Kontrast zur Gesellschaft bilden. Und das andere ist, das Thema ist halt auch keine Nebensache. Also, sorry, Sex ist keine Nebenfrage in unserem Leben. Egal, ob wir ihn leben oder nicht, Sexualität spielt irgendwie immer eine Rolle. Ulrich Wilken sagt richtig, dass in allen Briefen oder in allen Ermahnungen im christlichen Leben das sexuelle Verhalten einen sehr hohen Rang einnimmt. Also Paulus schreibt den ersten Christen immer wieder über Sexualität. Als er der Gemeinde in Thessalonik, da musste er recht überstürzt abreißen und denen gibt er in seinem Brief noch so eine Art Crashkurs zum christlichen Glauben. Und was schreibt er denen? Gott will, dass ihr ein geheiliges Leben führt. Okay. Und was ist der erste Punkt? Sexualität. Er schreibt, haltet euch von sexuellen Sünden fern. Also wird deutlich, Sexualität ist in der Bibel kein Nebenthema. Es ist nicht irgendwie ein verklemmtes Thema, aber es ist ein Thema, wo es heißt, geht richtig damit um. Sexualität muss richtig behandelt werden. Aber was geht euch dann an, was ich im Schlafzimmer mache? Also was geht Kirche mein Sexleben an? Ist eine persönliche, rein private Angelegenheit, die ich mit mir selber und mit meinem Sexualpartner ausmachen möchte. Das Zitat von Andy Wright überspringe ich mal. Grundsätzlich kann man sagen, christliche Ethik macht vom Schlafzimmer eben keinen Halt. Vielmehr ist so, dass das Christsein die Herrschaft von Jesus über alle Gebiete des Lebens zur Folge hat. Also wenn ich Christ werde, sage ich zu Jesus, Jesus, hier ist mein Leben. In jedem Gebiet sollst du das Sagen haben. Auch meine Sexualität. Und das ist oft der Bereich, bei dem ich Jesus am liebsten aussperren möchte. Das ist oft so. Aber eine Trennung von Glauben und Leben, in dem Fall Sexualleben, kennt die Bibel nicht. Und übrigens, wir sind ein Leib Christi als Gemeinde. Das heißt, sexuelle Sünden betreffen immer den ganzen Leib Christi. Wenn ich jetzt in Ehebruch leben würde, dann wird meine Gemeinde zu Recht sagen, hey Johannes, das ist nicht einfach deine Privatsache. Das betrifft uns auch als Gemeinde. Ein weiteres Argument, das bei der Frage der Homosexualität immer wieder kommt, ist das Thema Liebe. Ich bin ein großer Fan von Liebe. Ich finde Liebe super. Die Frage, die dann gestellt wird, ist, ist es nicht lieblos, wenn du sagst, zwei Menschen, die sich lieben, dürfen nicht miteinander Sex haben? Ist es nicht lieblos? Können Gebote nicht mit der Liebe irgendwie ausgeglichen werden? Wenn wir jetzt nicht merken, okay, was hat das Gebot mit der Nächstenliebe oder mit der Gottesliebe zu tun, kann man nicht das Gebot dann irgendwie anders verstehen? Ich habe oft das Argument gehört, okay, alle Gebote, die wir in der Bibel haben, die lassen sich in der Gottes- und Nächstenliebe zusammenfassen, außer das Verbot von homosexuellem Geschlechtsverkehr. Das Argument wird immer wieder gebracht. Die argumentieren, dass eben genau ausgehend von allen Geboten der Bibel, die sich so zusammenfassen lassen, sagen, dass es bei Homosexualität anders ist. Und somit kann man zugespitzt fragen, ob das Doppelgebot der Liebe andere biblische Gebote überstimmt. Beispielsweise schreibt Thorsten Dietz, dass was gegen den Maßstab der Liebe verstößt, nicht Gottes Wille sein kann. Also wenn ein Gebot gegen den Maßstab der Liebe verstößt, kann es nicht Gottes Wille sein. Ich gebe Folgendes zu bedenken.
Es ist richtig, die Liebe ist die Zusammenfassung von den Geboten. Was Liebe ist, definiert die Bibel. Nicht meine Form, die ich gern hätte. Christus verbindet die Liebe mit Gehorsam. Jesus sagt, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Auch die sexuellen Gebote. Und was auch auffallend ist, Jesus verwendet nie die Liebe dazu, um einzelne Gebote außer Kraft zu setzen. Also Liebe schlägt nicht Gebote, sondern die Gebote tun die Liebe erklären. Man kann es so sagen, der Christus, den die Bibel bezeugt, stellt nicht die Liebe gegen die Gebote, sondern erklärt mit der Liebe die Gebote und ihr Verständnis. Eine Trennung von Geboten und dem Doppelgebot der Liebe, das führt am Ende zu einer Entleerung vom Liebesbegriff. Hempelmann hat es als eine offenbarungsfremde Lehrformel beschrieben. Das ist so das Bild, das ich von den Geboten habe. Die ganzen einzelnen Gebote, wenn ich die zusammenfasse und immer mehr zusammendrücke, kommen die am Ende in der Liebe zu Gott und in der Liebe zu den Mitmenschen raus. Aber gleichzeitig ist es auch andersrum. Die Liebe zu Gott und die Liebe zu den Mitmenschen, die zeigt sich anhand von den Geboten. Also eine Trennung ist da nicht möglich. Ein weiteres Argument, das oft kommt, ist, wer sich nicht enthalten kann, soll heiraten. Paulus hat den Satz ja tatsächlich gebracht in Bezug auf Männer und Frauen. Da sagt er, okay, wenn ihr es jetzt nicht schafft, mit der Sexualität anders umzugehen, heiratet. Paulus war übrigens der Meinung, ja, dass es in der damaligen Zeit besser war, so zu leben wie er, wegen der ganzen Verfolgung und so weiter. Deswegen fand er, dass das ein sehr guter Weg war. Single sein ist auch immer ein richtiger Weg, genauso wie die Ehe ein richtiger Weg ist. Also beides ist richtig. Das wird jetzt aber von vielen Vertretern oft auf die Homosexualität angebracht. Und die sagen, du kannst nicht erwarten, dass ein Mensch, der homosexuell empfindet, sein Leben lang zölibatär lebt. Du kannst nicht verlangen, dass dieser Mensch auf seine Sexualität sein Leben lang verzichtet. Willst du das wirklich von dem verlangen? Beispielsweise schreibt Thorsten Dietz, vielmehr gilt, im Neuen Testament gibt es lebenslange Ehelosigkeit nur als freiwillige Lebensform um das Reich Gottes willen. Die Vorstellung, dass eine sexuelle Orientierung alleiniger Grund sein soll, sein Leben lang allein bleiben zu müssen, kann sich nicht auf die Bibel berufen. Gefragt werden muss, ob die Betroffenen sich auch wirklich enthalten können. Zwei Gedanken von mir dazu, beziehungsweise drei Gedanken dazu. Die Möglichkeit der Heirat, auf die Paulus hier Bezug nimmt, bezieht sich erstmal explizit auf heterosexuelle Ehen. Paulus spricht in 1. Korinther 7, 9 nicht von Homosexualität. Darauf geht in 1. Korinther 6 ein. Das ist erstmal das Erste. Das Zweite ist, die Bibel unterscheidet zwischen Versuchbarkeit, auch wenn sie unveränderbar ist, und sündigen Handlungen. Das heißt, wenn die Bibel etwas als sündig bezeichnet, dann kann man nicht sagen, okay, nur weil ich mich nicht enthalten kann, ist das richtig. Das kennt die Bibel so nicht. Gleichzeitig kennt die Bibel auch kein Recht und einen Anspruch auf sexuelle Lust außerhalb der einvernehmlichen Sexualität in der Ehe. Das alles kennt die Bibel nicht. Also das Argument zu sagen, wir schaffen es nicht anders, das ist theologisch sehr schwach. Christoph Rädl, ein hervorragender Ethiker, der schreibt, die Tugend der sexuellen Enthaltsamkeit wird im Neuen Testament als Ausdruck des Gehorsams gegen Gottes Weisungen verstanden und nicht als übernatürliche Ausstattung eines jeden Christen, der noch nicht in der Ehe lebt. Sie bleibt ethisch in hohem Maß von Bedeutung für alle diejenigen, die hoffen, den Partner fürs Leben zu finden, für diejenigen, die diese Hoffnung aufgegeben haben, für diejenigen, deren sexuelle Neigungen es ihnen versagen, sich dieser Neigung gemäß homosexuell zu verbinden. Und einschließlich auch für alle die Ehen, in denen aufgrund von Unfall, Krankheit oder Behinderung eines Partners die sexuelle Kommunikation eingeschränkt oder gar nicht mehr möglich ist. Also sexuelle Enthaltsamkeit ist in der Bibel nicht ein nice to have, sondern ein Gebot für alle, die nicht den einvernehmlichen Sex in einer Ehe haben können.
David Bennett, der hat ein super Buch geschrieben, Liebe total. Der war ein früherer Atheist und ein Aktivist der homosexuellen Bewegung. Der hat Christen gehasst. Der ist zum Glauben gekommen, lebt mittlerweile auch zur Libertär. Und der schreibt, die Kirche muss zurückkehren zu einer Sicht der Ehelosigkeit als einer berechtigten Option und einer heiligen Gabe als Antwort auf die Liebe Jesu. Solange die Kirche diese Wahrheit nicht erkennt und würdigt, wird enthaltsamen schwulen Christen das Leben unbeschreiblich schwer gemacht und die Kirche wird im Götzendienst gefangen bleiben. Also der sagt, wir Kirchen machen oft einen Götzendienst im Bereich der Sexualität, dass wir sie so hochhängen. Also nicht, dass wir sagen, kein Sex vor der Ehe und solche Sachen, sondern indem die Sexualität oft als das Nonplusultra gefeiert wird, ohne dass man nicht leben kann. Und Sex ist schon eine wirklich geile Sache, ja? Aber es steht, ohne Sexualität kann man auch glücklich leben. Ein weiteres Argument, das ich oft bekomme, ist, wenn jemand die Veranlagung hat, wenn jemand die Orientierung hat, kann es dann Sünde sein? Wenn ich so geboren wurde, in Klammern die Ursachen für Homosexualität, die kennt man bis heute nicht. Es gibt massig Theorien, ne? Und die Theorien haben nur eins gemeinsam, sie sind alle nicht bewiesen. Wir alle tappen am Ende immer noch im Dunkeln. Wir machen es nicht mehr so wie die griechischen Philosophen, aber am Ende wissen wir es auch nicht wirklich, woran es liegt, dass Menschen homosexuell empfinden. Und Carsten Schmelzer, der hat 2015 ein Buch zur Homosexualität herausgegeben, der schreibt, wir sind mit dem Wissen aufgewachsen, dass Homosexualität eine Identität ist. Man handelt nicht gleichgeschlechtlich, man ist es. Das gibt der Orientierung einen ganz anderen Status, denn sie ist Sünde nur in einem exegetischen, dogmatischen, nicht in einem praktischen Sinn. Man kann nicht argumentieren, dass ein Mensch aufhören kann, schwul zu sein, wie er aufhören kann, zu lügen oder zu stehlen. In diesem Sinn ist die Kategorie Sünde nicht mehr sinnvoll, denn sie passt auf Verhalten, nicht auf Sein. Es ist für mich undenkbar, dass es ein Sein, das niemand verletzt, verboten ist. Damit würde ich Homosexualität von der Sündenliste der Gemeinden streichen und Homosexuelle nicht anders behandeln als Heterosexuelle. Seine Argumentation ist, die Menschen finden das vor. Es geht um eine Identität, sagt er. Und deswegen können wir es nicht als Sünde bezeichnen. Ich sehe es etwas anders. Ich bin auch schon mal der Meinung, meine sexuelle Orientierung bestimmt nicht meine Identität. Meine sexuelle Orientierung und meine Identität beeinflussen und bestimmen meinen Lebensstil. Aber ich muss beides unterscheiden. Meine Identität ist in Christus, ich bin Gottes Ebenbild, etc., etc. Meine Orientierung, die kann von der ganzen Bandbreite von exklusiv homosexuell bis exklusiv heterosexuell eine ganz große Bandbreite aufweisen. Sie beeinflusst mein Leben, das ist klar, aber sie bestimmt es nicht. Und ich finde es sehr fraglich, wenn man sagt, okay, Homosexualität ist ein Identitätsmarker, wie er es jetzt sagen würde, und dass es hier um Sein geht. Die Bibel, die tut jetzt nicht die Orientierung an sich behandeln, die tut auch nicht eine irgendwie genannte Identität beschreiben, die der aktuelle humanwissenschaftliche Stand oder die aktuelle Theorie ist. Die Bibel beschreibt das Verhalten, darum geht es der Bibel. Und die Bibel beschreibt, tut nicht ein Sein als Sünde bezeichnen, sondern einen konkreten Lebensstil im Sinn von Handlungen. Was man da beachten muss, ist, natürliche Neigungen sind noch kein Gradmesser für die Ethik. Also wenn ich natürlich etwas empfinde, bedeutet es nicht, dass es richtig ist. Ganz ehrlich, Männer sind nicht unbedingt monogam veranlagt. Weder in den Blicken noch in ihren Taten, das ist nicht die natürliche Veranlagung eines Mannes. Da ich ein Mann bin, kann ich nur das Beispiel bringen. Ich weiß nicht, wie es genau bei Frauen ist, müsste ich meine Frau fragen. Aber die natürliche Veranlagung ist anders. Ich muss jetzt nicht weiter ausführen. Unveränderliche Neigungen sind kein Gradmesser für die Ethik. Es gibt übrigens auch in anderen Bereichen das Phänomen, dass Menschen entsprechend geboren werden und aufwachsen. Beispielsweise komplett anderes Gebiet, Alkoholismus. Wenn ich geboren werde und meine Vorfahren alle ein Alkoholproblem haben, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich auch das Alkoholproblem habe. Das ist etwas, für das ich nichts kann.
Ich bringe diese Versuchbarkeit mit. Ich bin in diese Situation hineingeboren worden. Es sagt aber noch nichts darüber aus, ob es richtig oder falsch ist, dieser Neigung nachzugeben. Neigungen sind kein ethischer Gradmesser. Das Zitat überspringe ich, das ist nur von mir. Ein weiteres Argument kommt, und wir schaffen das tatsächlich noch in der Zeit, wir haben noch 11 Minuten, ne? Was nicht schadet, das ist erlaubt. Also wem schadet es, wenn zwei Männer oder zwei Frauen entschließen, wir schlafen miteinander? Das tut dir doch nicht weh, oder? Wenn die das daheim in ihrem Schlafzimmer machen, wem juckt das? Wieder das Zitat von Carsten Schmelzer, der sagt, natürlich ist dieses Argument etwas einseitig, denn es gab bereits in der alten Kirche schwere Sünden, die zum Gemeindeausschluss führten. Dabei ging es gewöhnlich um Häresien, die eine Gemeinde gefährdeten, indem sie ein falsches Evangelium lehrten. Auch moralische Verfehlungen fielen durchaus unter diesen Begriff. In der heutigen Zeit würde ich Homosexualität nicht mehr darunter einordnen. Sie schadet keinem anderen Menschen und auch nicht der Gemeinde. Sein Argument ist, es schadet niemand, deswegen ist es keine Sünde. Also was nicht schadet, ist erlaubt, ist das Motto. Erstmal zur Einordnung, wir haben es hier mit einer Konsens- oder Verhandlungsethik. Das heißt, wenn wir beide uns zu was einigen, dann ist es okay. Also wenn sich zwei verheiratete Leute einigen, wir gehen beide fremd, dann wäre es okay. Die Frage, die bei diesem Ansatz sich stellt, ist, woran macht sich christliche Ethik fest? Wie entscheiden wir, was richtig und falsch ist? Hängt das an der Bibel fest? Ist es meine eigene Verhandlung? Woran wird es festgemacht? Es hängt auch mit der Frage nach der Autonomie von Menschen zusammen. Tue ich selbst entscheiden, was richtig und falsch ist? Entscheidet es Gott? Mit diesen ganzen Fragen hängt es zusammen. Wenn ich unter der Schrift stehe, dann kann ich nicht sagen, okay, ich entscheide es einfach selber. Das ist die gleiche Methodik von der Schlange im Garten Eden. Ne? Der Mensch will selber entscheiden, was richtig und falsch ist. Nee, es entscheidet Gott am Ende. Übrigens, der Ansatz funktioniert nur, wenn alle sich einig sind, was schadet. Also, das ist gar nicht mal klar. Übrigens, der Ansatz würde auch die Grenzen zu polyamoren Beziehungen öffnen. Wenn sich drei Leute einigen, okay, wir werden jetzt eine Dreierbeziehung führen, mit welchem Argument argumentierst du dagegen? Warum soll eine Ehe nur von zwei Menschen geführt werden, wenn Verbindlichkeit, wenn Gleichberechtigung, wenn der Konsens auch zwischen drei Personen hergestellt werden kann? Woran macht man das dann fest? Am Ende nimmt es schon ein bisschen so einen Gottesstandpunkt ein und übersieht, dass wir uns eben nicht selbst gehören, sondern dass der Körper ein Tempel vom Heiligen Geist ist und Jesus Christus ist der bestimmt, wie wir mit unserer Sexualität umgehen. Ein Vorwurf, den ich kaum noch hören kann, aber der auch regelmäßig kommt, ist, ihr diskriminiert. Ich habe nicht gezählt, wie oft ich das gehört habe, auch als Rezension zu meinem Buch von Leuten, die das Buch gar nicht gelesen haben. Das ist immer das Beste. Diskriminierung ist die Keule schlechthin. Carsten Schmelzer, an dem arbeite ich mich gerade ein bisschen ab, der schreibt, wie kann man jemand lieben, wenn man gleichzeitig nicht nur alles ablehnt, was er tut, sondern auch, was er ist. Für Homosexuelle ist das, was andere Christen als Sünde ablehnen, ihre eigene Natur. Wie kann man sich da nicht abgelehnt fühlen? Also wenn du mein Verhalten als Sünde bezeichnest, dann lehnst du mich ab. Das ist das Denken dahinter. Und ich möchte gar nicht dem widersprechen, dass in christlichen Kreisen richtig viel Mist gebaut wurde. Ich habe das selber schon mitgekriegt, wie über Homosexuelle geredet wurde und es ist eine Schande. Also es ist eine Schande, wie Christen Homosexuelle behandelt haben. Es ist eine Schande, wie Gemeinden mit Homosexuellen umgegangen sind. Habe ich gar keinen Widerspruch dazu. Aber es ist keine Diskriminierung, wenn ich sage, dieses und jenes Sexualverhalten passt nicht zur biblischen Ethik. Das ist keine Diskriminierung. Heinz-Peter Hempelmann schreibt, eine Ablehnung ausgelebter Homosexualität ist damit keine Ablehnung eines Menschen.
ein Nein zu einer bestimmten Verhaltensweise ist nie und nimmer ein Nein zu dem, bei dem wir sie finden. Ein Nein zu einer Sünde ist nie ein Nein zum Sünder. Ein Nein zu einem Tun oder einer Handlung, die schädlich ist für den Betreffenden und womöglich für seine Umwelt und Mitmenschen, ist nie und nimmer ein Nein zu dem Menschen, dessen Tun wir kritisch bewerten. Also wenn ich eine Handlung als falsch bezeichne, diskriminiere ich damit nicht den Menschen. Das ist eine Unterscheidung, die früher eigentlich klar war, aber die heute in dieser aufgeheizten Diskussion oft völlig verpeilt wird. Es geht beides. Ich kann Sünde Sünde nennen und ich kann den Menschen vollkommen lieben. Übrigens, das machen wir auch oft bei Menschen, die wir ziemlich mögen. Also, wenn meine Frau mir mal sagt, Johannes, du stinkst, sagt sie damit nicht, Johannes, ich will mit dir nichts zu tun haben. Sie sagt, Johannes, komm ruhig in meine Arme, aber erst gehst du duschen. Also, darum geht's da. Also, wir sagen Leuten, die wir mögen, oft auch, dass etwas richtig oder falsch ist. Das hat ist keine Ablehnung der entsprechenden Person. Mittlerweile ist Diskriminierung ja so ein Schlagwort geworden, das auch hochpolitisiert wird. David Bennett zum Beispiel, der erlebt, dass man damit eigentlich jedes Gespräch abwürgen kann. Also wir haben schon ein bisschen die Kunst von dem Gespräch und der Diskussion verlernt, weil oft so das Denken da ist, ich kann jemanden nicht akzeptieren, wenn ich es nicht bejahe, was er tut. Aber es ist sehr wohl so. Christoph Rädel, der geht auch nochmal auf den Begriff der Diskriminierung und Homophobie ein und zeigt auf, dass das ein ziemlich problematischer Begriff ist, werde ich nicht weiter ausführen. Wer sein Buch lesen will, auch sehr empfehlenswert, ein guter Mann. 5 Minuten haben wir noch und damit gehen wir zu einer Notordnung. Eine meiner ersten Diskussionen zum Thema Homosexualität war mit einem, der gesagt hat, und das ist ein Argument, das ich wirklich, vor dem ich hohen Respekt habe, aber das ich nicht teile. Ist das Argument, okay, ja, die Bibel sagt, es ist Sünde, aber es ist nicht besser, dass zwei Menschen in einer gleichgeschlechtlichen, treuen Beziehung leben, als dass sie von einem Bett ins andere hüpfen. Ist es nicht besser? Mein erster Gedanke ist, ja, es ist besser, ja. Stimmt. Aber können wir daraus jetzt eine Notordnung machen? Also zu sagen, okay, weil das Zölibat scheinbar nicht funktioniert, lieber eine feste Beziehung. Wolf Bruske, das ist ein ehemaliger Baptistenpastor, er war verheiratet mit seiner Frau, hat mehrere Kinder gehabt, lebt jetzt in einer homosexuellen Beziehung und der schreibt, die Geschichte des Zölibats ist auch eine Geschichte seines vielfachen Scheiterns. Das gilt für den Versuch, homosexuelle Christen ehelos zu bleiben. Gerade hier droht dann bei Schwulen ein Versacken in der Gay-Szene oder bei Lesben das Ausleben einer heimlichen Sexualität. Erstmal einfach dazu, der sagt, es funktioniert nicht. Der sagt, du kannst nicht von Leuten erwarten. Und das Argument dann ist, okay, wir machen eine Notordnung draus. Als Beispiel wird die Polygamie genannt, wo es gesagt wird, okay, wenn du in Missionssituationen bist, da haben die oft mehrere Frauen gehabt, da hat man es auch oft toleriert, gesagt, wir trauen keine weiteren Paare. Wenn jemand eine Frau hat, kriegt er nicht eine weitere Frau. Und wer in den geistlichen Dienst geht, bei dem wird es nicht akzeptiert. Ein anderes Beispiel, das man anführen könnte, wäre Luthers Beichtrat. Einer der großen Fehler von Luther, da gab es in, ich glaube, Marburg, der Philipp von Hessen war es, der hatte eine Frau, konnte sich aber sexuell nicht von seiner Mätresse irgendwie, konnte da nicht lassen. Also der konnte das einfach nicht ablegen. Das war für ihn unverzichtbar. Und Luther hat ihm geraten, dann im Geheimen zu heiraten, eine zweite Frau zu heiraten. War nicht gut für die Reformation. Anderes Thema aber. Die Frage ist, funktionieren solche Notordnungen bei diesem Thema? Erstmal bei Luther würde ich sagen, völlig falsch. Und bei der Polygamie würde ich sagen, okay, der Unterschied zwischen bei Polygamie war, damals war das vielleicht eine Notordnung, die okay war. Es gibt immerhin zwischen Mann und Frau eine Ehe und da war die Regel, okay, wir heißen es nicht für gut und wir machen keine weiteren Trauungen. Wenn man bei gleichgeschlechtlichen Paaren eine Notordnung macht und sagt, es ist besser, die gehen eine feste Beziehung ein, dann würde ich sagen, okay, dennoch schwierig, am Ende tun wir das Wesen der Sünde unterschätzen. Sünde kann nicht als geringeres Übel gelten. Also ich kann nicht zwei Sünden nebeneinander halten und sagen, okay, weil das eine die größere Sünde ist,
mach lieber die kleinere Sünde. Das funktioniert so nicht. Eine kleinere Sünde kann ich auch nicht gut heißen. Ich glaube, dass am Ende tatsächlich auch der Begriff der Notordnung scheitert. David Bennett, selbst homosexuell empfindet, sagt, die Bibel kennt nicht drei, sondern nur zwei Optionen. Heterosexuelle Ehe oder Enthaltsamkeit. Also das sind die zwei Optionen, die die Bibel kennt. Eine Notordnung kennt die Bibel nicht. Auch wenn ein toller Theologe wie Helmut Thielicke das empfiehlt. Ich kann da nicht mitgehen. Ein Punkt, auf den wir noch eingehen müssen, ist, die Ewigkeit macht einen Unterschied. Also als Spoiler und vielleicht Enttäuschung für einige, in der Ewigkeit gibt es keinen Sex. Sorry. Sex wird in unserer Gesellschaft nahezu als überlebensnotwendig gesehen. Im Himmel werden wir irgendwie ohne ihn auskommen. Joel White schreibt, an die Ewigkeit denken Menschen selten, an Sex dauernd. Guter Sex wird als Schlüssel zum Glück schlechthin gehalten. Die Ewigkeit tut allerdings Sex relativieren. In der Ewigkeit kommt man gut ohne ihn aus. Also das ist auch nochmal eine Relativierung der Sexualität. Die Zeit ist jetzt exakt null. Ich mache den einen Punkt noch. Ist die Bibel nicht überholt? Oft hört man das Argument, okay, die Bibel sagt es, aber sie ist steinig veraltet. Oder das Argument, was Christus treibt, vielleicht hört ihr das auch immer wieder, der Christus, den ich habe, der sieht es da anders. Um was klarzulegen, das lutherische Prinzip, was Christum treibt, hat sich nie gegen die Bibel gewandt, sondern hat sich in der Kanonfrage zur Abgrenzung eingesetzt. Also da ging es darum, ist ein Buch biblisch, im biblischen Kanon oder nicht. Es ging nicht darum, dass ich sage, okay, die Aussage, die treibt Christus nicht, deswegen widerspreche ich ihr. Dann ist übrigens auch nicht klar, welcher Christus etwas treibt. Und oft ist es einfach die Wunschvorstellung vom eigenen Christus. Der Christus, den die Bibel kennt, der steht unter der Schrift. Christus stand nie im Widerspruch zur Schrift. Die Frage ist auch, ist die Bibel überholt? Wissen wir es heute besser? Mein Verständnis von der Bibel ist, sie ist Wort Gottes im Menschenwort, Wort Gottes und Menschenwort zusammen. Das heißt, sie ist vollkommen Wort Gottes. Das heißt, der Aspekt der göttlichen Inspiration darf ich nicht übersehen. Und wenn Gott sagt zur Sexualität, hier ist ihr Platz, dann ist das nicht überholt für mich. Ich sehe da vielmehr die Gefahr der Wiederholung von Genesis 3. Der Mensch meint es besser zu wissen. Ich habe hier nochmal die Checkliste, die wir immer wieder durchgehen können. Entspricht es der biblischen Botschaft? Also was sagt die Bibel? Dass ich auf Jesus hinschaue, auf sein Werk. Ich bin als Christ ein geheiligter Mensch. Ich bin von Christus gerechtfertigt. Das sagt mir der Blick auf Jesus. Ich tue die Ewigkeit im Blickfeld behalten und merke, okay, Sex ist tatsächlich nicht alles. Sex ist vielmehr so ein Trailer auf das, was kommen wird. Also es kommt was richtig Geiles und Sex ist einfach so ein Trailer. Ein toller Trailer, aber trotzdem nur ein Trailer. Die Gottes- und Nächstenliebe ist die Zusammenfassung von den Geboten. Und ich habe die Christus-Nachfolge im Blick. Das heißt, ich will Jesus nachfolgen, auch dann, wenn ich es nicht verstehe, was er sagt. Auch dann, wenn ich andere Wünsche habe. Nachfolge funktioniert ja genau dann, wenn mein Wunsch und der Wunsch Gottes ein bisschen über Kreuz liegen. Und das letzte Folie, dann habe ich nur 2 Minuten überzogen. Das sind noch ein paar Bücher, die ich dazu noch empfehlen kann. Wesley Hill kann ich auch sehr empfehlen, der ist selber ein homosexuell empfindender Christ und gleichzeitig noch Pastor und Theologe. Der Titel ist etwas sperrig. Das Englische klingt besser, Washed and Waiting. Joel White geht ganz allgemein auf Sexualität ein. Vertrautheit wagen ist vom Ed Shaw. Ich hatte das Vergnügen, ihn letztes Jahr persönlich bei einem Kongress kennenzulernen. Super Typ. Auch homosexuell empfindend. Und mein Buch habt ihr ja schon gesehen. Damit können wir zum Q&A-Teil kommen. Ich hoffe, ihr seid alle noch nicht erschlagen. Der Lukas wird nach vorne kommen und es dann moderieren. Yes. Vielen, vielen Dank dir, Johannes. Das war ein schneller und guter Ritt dadurch für alle. Ein bisschen zur Beruhigung, ich habe das vergessen zu sagen, ihr Academy-Leute habt die Präsentation im Google Drive heute Morgen hochgeladen und alle anderen, ihr kriegt die zugeschickt, also sowohl was Johannes hat, als auch die anderen Präsentationen von heute. Das heißt, wenn du nicht jede Folie auch mit deinem Smartphone richtig fotografiert bekommen hast, du bekommst es wunderbar als 140 oder so Seiten PDF zur Verfügung.
Sehr cool. Wir werden jetzt eine Zeit von Q&A haben, also Question and Answer, Fragen zu dem Thema, zu dem, was Johannes gesagt hat oder auch vielleicht da drumrum. Ihr habt da den Slido-Code und ich hoffe, trotz dem nicht funktionierenden WLAN hier drin, könnt ihr das nutzen und da einfach Fragen reinschreiben oder auch eben Fragen, wo ihr sagt, oh ja, die Frage ist cool, einfach liken, dann rutscht die bei mir hier nach oben und wird sozusagen mehr priorisiert. Ich hoffe, dass das bei mir hier gut funktioniert. Ich starte einfach mal mit einer Frage, bevor so die ersten anderen Fragen reinkommen. Eine Sache, die immer wieder auch gesagt wird, gerade zu den Levitikus-Stellen, ist so ein bisschen, warum nimmst du jetzt dieses Gebot für heute ernst? Ja, da musst du irgendwie auch die ganzen anderen Gebote ernst nehmen. Also alles andere, was da über Sexualmoral steht, so eben Sex während der Periode oder ich darf keine Kleidung tragen mit verschiedenen Materialien und so weiter, weil in Levitikus stehen ja ganz, ganz viele krasse Gebote so, die wir aber heute auch nicht mehr einhalten. Warum pickst du dir die raus und die anderen nicht? Sehr gute Frage, berechtigt auf jeden Fall. Meine einfache Antwort wäre, weil es im Neuen Testament aufgegriffen wird, die etwas kompliziertere Antwort ist, wir haben im Alten Testament verschiedene Arten von Geboten. Wir haben Gebote, die ganz gezielt für Israel waren, die kultisch bestimmt waren, Reinheitsgebote, die für das Volk waren. Wir haben Gebote, die den Tempelkult betroffen haben. Und wir haben allgemeine Gebote. Und die allgemeinen Gebote waren immer universal gültig. Auch die sexualethischen waren das. Also als die Jünger in die Welt rausgegangen sind zu missionieren, war eins der Grundsätze der ethischen Gebote, haltet euch von Porneia, in dem Fall also sexueller Unmoral, fern. Speisegebote wurden aufgehoben, was gesagt worden ist, das gilt den Juden, aber nicht den Christen. Also da gibt es diese Unterscheidung in der Ethik. Man kann vielleicht auch als Faustformel noch die 10 Gebote dazu nehmen. Als einfache Faustformel würde ich sagen, schaut nach dem, was im Neuen Testament wiederholt wird, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Ansonsten auch die Unterscheidung zwischen den Gesetzen. Okay, sehr cool. Gedacht, da kommt die ganze Zeit nichts rein und ich war in der falschen Umfrage, weil wir heute 2 haben. Aber wir haben jetzt einige, die hier wurde hochgeratet. Was ist, wenn Homosexuelle sich in einer Ehe befinden und gläubig werden? Ehescheidung ist ja ebenfalls nicht Gott gewollt, trotzdem Scheidung, Ehe ohne Sex. Was macht man jetzt? Spannende Frage. Und wenn ihr in der Situation seid, schon mal Glückwunsch, dann habt ihr das gut gemacht, weil dann sind Menschen bei euch zum Glauben gekommen, die in so einer homosexuellen Beziehung leben. Schwierig. Ich habe mit einem geredet, der da in der Seelsorge noch ein bisschen aktiver ist als ich. Der rät dazu, dass sie eben das Bett trennen und am besten eine WG machen, bei der noch Leute dazu einziehen, dass sie nicht mehr so die große Versuchung haben, miteinander ins Bett zu gehen. Für mich, nach meinem theologischen Verständnis, ist eine Ehe zwischen dem gleichen Geschlecht keine Ehe. Also nach meinem Verständnis. Deswegen würde ich deine Scheidung als völlig unproblematisch halten, weil es keine biblische Ehe ist. Also die Ehe ist in der Bibel immer nur zwischen Mann und Frau und alles andere ist biblisch. Keine Ehe. Okay, danke dir. Dann ist hier die Frage, es gibt die Sünde und die sogenannte Sünde zum Tod. Ist Homosexualität eine Sünde zum Tod? Nein. Die Sünde zum Tod ist eine spezielle Frage. Ich vermute, dass da auch ein Zusammenhang mit der sogenannten Lästerung vom Heiligen Geist zusammenhängt. Wenn ein Mensch dauerhaft sich Gott gegenüber verschließt und Gott irgendwann sagt, okay, dann geh deinen Weg, ich rede nicht mehr zu dir. Also das würde ich eher so verstehen. Homosexualität ist eine sexuelle Sünde von vielen sexuellen Sünden. Keine Sünde zum Tod. Vielleicht da angeschlossen, wir hatten die Korintherstelle, wo es heißt, diese werden das Reich Gottes nicht erben. Das heißt, es gibt ja auch Menschen, die Christen sind, die Jesus lieben, sagen, ich verstehe das aber anders oder wie auch immer und leben das jetzt aus. Was ist dann die Konsequenz? Was bedeutet dann, dass sie werden das Reich Gottes nicht erben? Ich würde sagen, erstmal grundsätzlich, der sogenannte Lasterkatalog beschreibt Verhaltensweisen von Menschen, die Gott erstmal nicht kennen. Erstmal ganz grundsätzlich, es geht da um Sünde allgemein. Wie es in so einem Fall ist, würde ich sagen, Gott ist der Richter. Mein Auftrag ist es zu sagen, was Gottes Wille ist und was nicht. Und ich würde es denen sagen, dass ich es von der Bibel her als Sünde bezeichne. Und das, ich bin da auch bereit, mit Menschen lange Wege zu gehen. Also wenn jemand homosexuell ist, zum Glauben kommt, ist nicht mein erster Satz,
Wir schauen uns seine Homosexualität an. Mein erster Satz ist das Kreuz. Und dann bin ich bereit, mit dem Menschen weiter Wege zu gehen. Wenn ein Mensch das erkennt und dauerhaft sagt, ich pfeife drauf, ich sündige fröhlich weiter, auch dann wird Gott richten. Das Urteil würde ich Gott überlassen, da möchte ich mich nicht auf Glatteis bewegen. Sehr gut, danke. Dann hier eine Frage, die ist spannend, weil die werde ich nachher aus meiner Wahrnehmung raus auch beantworten. Und ich bin mal gespannt, ob wir da auf derselben Linie sind oder auch nicht. Mal sehen. Deine Stellung zu Leitungsposition für Homosexuelle? Nö. Das ist die kurze Antwort. Nein, weil wir haben in der Bibel, Leitungspersonen haben ein Vorbild. Und egal in welchem Bereich das ist, wenn jemand eine geistliche Leitung hat, dann muss auch das Sexualleben zumindest von der Ausrichtung her richtig ausgerichtet sein. Also in dem Sinn richtig ausgerichtet, dass man sagt, okay, ich will nach den Geboten Gottes leben. Auch Leiter fallen in sexuelle Sünden in dem Sinn, dass sie mal einer anderen Frau, einem anderen Mann hinterher schauen oder im Internet sich dummerweise verklicken. Das passiert auch Leitern. Wenn sie danach zu Gott umkehren und sagen, es tut mir leid, ist was völlig anderes, aber wenn sie sagen, ich finde das geil, ich will jeden Tag Pornos gucken, dann wäre jemand auch als Leiter für mich ungeeignet. Aber das heißt, du hast es gerade bezogen auf Homosexuelle allgemein oder Homosexuelle, die es praktizieren? Also könnte Wesley Hill Leiter sein in deiner Kirche? Ja, klar, auf jeden Fall. Also wenn jemand homosexuell empfindet, aber trotzdem sagt, ich lebe nach den biblischen Maßstäben, natürlich, unbedingt. Also, why not? Wir alle haben halt andere sexuelle Versuchungen. Ich meine, ein Heterosexueller, der von Frauen angezogen wird und beim Spaziergang durch die Stadt immer wieder in Versuchung gerät, den nicht nachzugucken, wenn mal was zu kurz geraten ist, dann kann er ja genauso Leiter sein. Okay, sehr gut. Dann hier die Frage, du hast gesagt, Handlung, also die Handlung ist Sünde, aber nicht das grundsätzliche Empfinden. Wie passt das mit Matthäus 5,28, also dieses, wenn ich im Herzen versucht werde? Ja. 5,28, da geht es ja darum, wer eine Frau anzieht, um sie zu begehren. Genau, also wenn ich, natürlich, wenn jemand jetzt sich in dem Fall dann einen Mann anguckt und denkt, oh, mit dem werde ich gerne jetzt ins Bett springen und sich das alles vorstellt, ist natürlich falsch. Aber da geht es ja nicht um die Versuchbarkeit. Also Matthäus 5,28 sagt ja nicht, wenn ein Mann eine Frau sieht und denkt und merkt, oh, ich werde versucht oder angezogen, darum geht es ja nicht, sondern wenn ich sie anschaue und denke, mit der würde ich jetzt gerne ins Bett gehen oder wenn ich entsprechend sie aufgegeilt anschaue. Also darum geht es ja mehr. Okay, dann haben wir hier eine Sache, die relativ hoch geratet ist, deswegen nehme ich sie mal. Kann man Homosexualität eine geistliche Krankheit nennen? Nein, würde ich nicht so nennen. Wir leben in einer gefallenen Welt. In einer gefallenen Welt ist vieles nicht, wie es sein sollte. Ich bin mit Begriffen wie Krankheit und geistlicher Krankheit sehr vorsichtig. Gott kann Wunder tun. Ich kenne Menschen, die homosexuell empfunden haben, die es nicht mehr tun. Aber ich kenne auch Leute, die alles versucht haben, für sich beten lassen haben und da hat sich nichts verändert. Es gibt da kein Standardprogramm. Von daher, Krankheit würde ich es nicht bezeichnen. Das ist eine andere Versuchbarkeit und es bleibt im gewissen Sinne auch einfach ein Rätsel. Dann haben wir noch die Frage, sollte jemand, der homosexuell empfindet, einfach enthaltsam sein oder kann eine heterosexuelle Ehe trotzdem sinnvoll sein? Das kommt ja auf den Einzelfall drauf an. Da würde ich mich hüten, einen Rat zu geben. Ich habe einen in meinem bekannten Freundeskreis, der homosexuell empfindet und gleichzeitig mit einer Frau verheiratet ist. Die haben auch ein Kind miteinander jetzt bekommen. Also bei manchen scheint es irgendwie zu gehen. Bei manchen wäre es ein Fiasko, eine Überforderung. Ich hüte mich da, irgendwelche Ratschläge zu geben. Es gibt jetzt tatsächlich eine bekannte amerikanische Autorin, die auch homosexuell empfindet, aber gleichzeitig auch verheiratet ist. Aber es gibt halt auch Situationen, wo das Krachen scheitert und total in die Hose geht. Dann haben wir eine Frage zu Römer 1. Da wird das Wort natürlich gebraucht. Ja. Und da heißt es, wird ja auch manchmal argumentiert, natürlich ist, was ich eben als natürlich empfinde. Das heißt, für einen homosexuellen Christen wäre es gerade unnatürlich anders. Also wäre das das Natürliche. Mhm. Kannst du da nochmal drauf eingehen? Ja gut, das ist halt nicht der Sinn, in dem Paulus den Begriff verwendet. Also
Da geht es tatsächlich, ist tatsächlich ein Rückgriff eben auf die Schöpfungsordnung insgesamt, wie der Mensch ursprünglich gedacht war. Also es geht mit dem Begriff tatsächlich um diese Unterscheidung von männlich und weiblich. Und das Grundprinzip der Natur ist in dem Fall, Sexualität braucht eine gewisse Gleichheit, deswegen nur zwischen Menschen und nicht zwischen anderen Geschöpfen, aber auch eine gewisse Verschiedenheit, deswegen nicht zwischen dem gleichen Geschlecht. Und das ist quasi diese natürliche Ordnung. In dem Sinne ist der Begriff Natur verwendet worden. Das ist, ich sag mal jetzt einfach vom Biblischen so, dass ich das natürlich anders empfinde. Das ist, hängt mit meinem persönlichen Empfinden zusammen, warum ich auch sage, es macht wenig Sinn, wie Lindenberg zu sagen, mein Herz ist mein Kompass. Mein eigenes Empfinden ist durch die Sünde geprägt und auch gestört. Dann haben wir hier eine Frage, wie kann man die liberale Theologie oder Leute, die das vertreten, am besten, ich mag den Begriff hier, es ist eine gewisse Richtung, in die die Frage geht, aushebeln. Was hilft in einem Gespräch konkret? Also außer Johannes Streichels 90-minütigen Vortrag zu wiederholen, was hilft? Schwierig. Wenn du eine Position nicht vertreten willst, dann finde ich immer Argumente, warum die Position dennoch ablehnst. Also du wirst allein mit Argumenten, wenn jemand sagt, ich will das so sehen, nicht überzeugen. Ich hatte das in Diskussionen gehabt, da haben wir dann irgendwann war dann klar, okay, der biblische Befund ist relativ klar. Dann kam plötzlich die Aussage, ich kann auch bibeltreu sein und der Bibel widersprechen. Da habe ich gedacht, okay, wenn jemand wirklich sagt, manchmal kommt es tatsächlich bei der Debatte so vor, dass das Ziel schon bei einigen klar ist und dass der Weg, auf den man zu dem Ziel kommt, dann zweitrangig ist. Also du kannst jemand nachweisen und sagen, die Bibel ist in der Frage klar, historisch vom Kontext ist auch relativ eindeutig, aber allein damit überzeugt man niemand. Also wenn es jemand anders sehen will, wird er es anders sehen. Und manchmal braucht es vielleicht einfach auch eine versöhnte Verschiedenheit, dass man sagt, okay, wir kommen hier nicht zueinander. Es macht wenig Sinn, dass wir uns jetzt die Köpfe einschlagen. Bei Kirchen, die da vollkommen konträr sind, kann es manchmal bedeuten, dass man sagt, okay, wir bekriegen uns nicht, aber wir machen halt zwei verschiedene Arbeiten. Willst du da vielleicht gleich nochmal drauf eingehen, wenn du sagst, versöhntes Miteinander, du thematisierst in deinem Buch ja auch so ein bisschen, wie du Grenzen und Mitte verstehst, von wie kann Einheit gelebt werden? Also die Frage ist, ist das jetzt ein Thema, wo wir uns trennen müssen, kirchlich von anderen Kirchen? Wo können wir zusammenarbeiten? Wo hört es auch auf? Was machst du, wenn homosexueller, also auch auslebender Pfarrer oder Pfarrerin mit dir zusammen Gottesdienst machen will? Also das sind ja die Sachen, auf die wir zugehen. In der Zukunft haben wir ganz viele Gemeinden, die sehen es so und manche so und auch innergemeindlich ganz unterschiedlich. Ja. Ist das ein Ding, wo wir auseinandergehen müssen oder wie machst du es auch praktisch? Ich meine, es ist ja... Es ist brutal schwierig. Sind wir schon mal ein guter Einstieg. Ja, ich kann noch nicht das eine Rezept da geben. Ich würde eher sagen, bei uns in der Ortsgemeinde würde ich sagen, von Leuten, die verantwortlich mitarbeiten, muss akzeptiert werden, dass das die Position unserer Gemeinde ist und auch unsere Handlungsart. In eigenen Gemeindebünden würde ich sagen, braucht es auch einen Grundkonsens. Für mich hängt an der Frage halt viel mehr als nur eine ethische Frage, auch wenn Ethik immer sehr wichtig ist. Für mich hängt die Frage nach der Zuverlässigkeit der Bibel damit zusammen und ob die Bibel Wort Gottes und Maßstab für Glauben und Lehre ist. Und weil die Bibel auch ein Objektiv, der recht klar ist, geht es am Ende darum, ist die Bibel verbindlich für Glauben und Lehre. Und da sehe ich tatsächlich dann Grenzen von einer engeren Gemeinschaft erreicht. Ich bin bereit, mit Leuten, die das anders sehen, im ACK und übergemeindlichen Kontext und verschiedener Art zusammenzuarbeiten. Ob ich jetzt einen gemeinsamen Gottesdienst machen würde, würde ich eher stark bezweifeln, würde ich wohl eher nicht machen. Ich würde keinen von denen im Glauben absprechen. Ich hätte kein Problem, in anderen Sachen auch zusammenzuarbeiten. Ich würde jetzt vermutlich keine Evangelisation oder Jugendarbeit zusammen machen, wenn es jemand komplett in die andere Richtung geht. Aber wenn jetzt zum Beispiel
wenn wir jetzt einen weiteren Pastor und eine weitere Pastorin bei uns in der Gemeinde suchen würden und die sagen würden, ich sehe es da völlig anders, würde ich sagen, da wäre jetzt eine Grenze erreicht. Sehr cool, ein Ringen damit. Wir haben hier die Frage, inwiefern betrifft es die ganze Gemeinde, wenn privat sexuell gesündigt wird? Also das hast du ja gesagt, dass es nicht eine Privatsache ist, sondern die ganze Gemeinde. Magst du ausführen, inwieweit das so ist? Ja, die paulinische Antwort ist, wir sind ein Leib. Wenn ein Glied vom Leib leidet, leidet der ganze Leib mit. Wenn ein Glied vom Leib in schwerer Sünde lebt, betrifft das immer den ganzen Leib. In der Gemeinde sind wir füreinander verantwortlich auch. Das geht jetzt nicht um Überwachung oder so. Aber wenn ich zum Beispiel weiß, dass jemand aus meinen Mitarbeitern im konkreten Ehebruch lebt und ich sage, geht mich nichts an, ne, würde ich mich wieder schuldig machen. Also ein Beispiel, die Gemeinde in Thyatira, Sendschreiben, konkrete Gemeinde im ersten Jahrhundert, die wird von Jesus kritisiert, weil sie sexuelle Sünden in ihrer Mitte geduldet hat und auch ihre Propagierung. Also da gab es jemanden, der gesagt hat, ich sag mal ein bisschen platt, sexuelle Sünden sind geil, lasst uns das alle machen. Und die Gemeinde war nicht unbedingt einverstanden, aber sie haben der Person gewähren lassen und das toleriert. Und für mich ist schon notwendig, dass man als Gemeinde sagt, okay, als Gemeinde folgen wir Jesus nach. Das heißt, ich unterstelle meine Sexualität auch Jesus und wir sind füreinander auch verantwortlich. Dann haben wir noch mal ein bisschen mehr eine theologisch-exegetische Frage hier. Ja, warum gibt es in 1. Korinther 6, 9 bis 10 eine Unterscheidung zwischen Homosexualität und Unzucht? Mhm. Ist Unzucht nicht ein Überbegriff von sexueller Sünde? Also warum wird es getrennt voneinander oder zweimal sozusagen erwähnt? Das kommt tatsächlich öfters vor, auch bei Jesus. Bei Jesus kommt es mal mit Porneia und mal mit Ehebruch vor. Man kann sagen, Porneia ist eben ein Überbegriff, wo alles mit einschließt. Aber in den korinthischen Verhältnissen, eben das war eine Gemeinde in Griechenland, wo Homosexualität ein viel größeres Thema war, da tut es Paulus nochmal explizit ansprechen, weil es dort einfach notwendig war. Das ist vielleicht eine etwas größere Frage. Ich weiß nicht, ob wir dafür nochmal einen neuen Vortrag aufmachen müssen, aber was war der philosophische Prozess hinter der Veränderung, die zu der revisionistischen Perspektive führte? Der philosophische Prozess, der zur Veränderung der hellenistischen... Das ist soweit die Frage. Wir können es aber auch sagen. Ich würde erst mal sagen, wer die Geschichte von der sexuellen Entwicklung da verstehen möchte, von der heutigen Zeit, wie wir heute denken, dem würde ich erst mal Carl Truman, Der Siegeszug des modernen Selbst, empfehlen, weil der tut das auch von der philosophischen, psychologischen Sicht entwickeln, wie wir heute ticken. Wie sich das genau in der griechischen Kultur entwickelt hat, die genaue Entwicklung kann ich da jetzt weniger nachzeichnen, da bin ich einfach zu wenig drin. Ich kenne die griechischen Quelltexte, die über Homosexualität schreiben und ich nehme einfach wahr, dass es in der griechisch-römischen Epoche so war, dass Homosexualität wahrgenommen wurde, dass da vieles anerkannt wurde. Geistesgeschichtlich, philosophisch kann ich zu wenig dazu sagen. Okay. Aber Carl Truman ist immer eine gute Lektüre für alle, die das heutige Verständnis verstehen wollen. Ja, sehr gut, danke für die Empfehlung. Dann nochmal eine praktische Frage. Was würden Sie empfehlen, wenn Kinder in einer homosexuellen Ehe involviert sind? Scheidung oder wegen der Kinder verheiratet bleiben? Das sind jetzt so pastorale, seelsorgerliche Themen, die auch auf uns zukommen. Die kommen auf uns zu. Wie gesagt, da gibt es wieder nicht die einfache Lösung. Am Ende wird das Kind von einem der beiden das Kind sein. Eine Möglichkeit, die ich sehe, aber wo ich zu wenig Erprobungen kenne, ist, dass man sagt, okay, man macht eine WG draus eben. Also die beiden Erwachsenen haben verschiedene Schlafzimmer. Vielleicht kommt noch jemand weiteres dazu. Aber es sind nicht perfekte Lösungen, weil die Situation einfach auch gebrochen ist. Aber wir Kirchen werden uns damit zu tun haben in den nächsten Jahren. Wenn wir missionarisch aktiv sind. Ja. Also wenn ihr das nicht wollt, dann dürft ihr einfach halt alle Türen zumachen und einen kirchlichen Auftrag vergessen. Ja.
Es kommen ein paar verschiedene Fragen. Ich fasse mal ein bisschen zusammen, die alle in Richtung, wie du es siehst mit der Veränderbarkeit, mit christlichen Therapien, die die Veränderung anstreben. Genau, also diese, noch mal ein paar Sätze dazu. Ja, da kann ich ja das sagen, das ist kompliziert. Ich bin kein großer Fan von den Therapien. Ich rate auch nicht davon ab. Ich nehme einfach wahr, dass sehr viele keine Veränderung erleben. Und dann kenne ich auch wieder Lebensberichte von Leuten, die Veränderung erlebt haben. Allerdings zum Teil auch eben ohne Therapien. Man muss sagen, die sogenannte, also die reparative Therapie, oder je nachdem, wie man es auch nennt, ist keine christliche Erfindung. Das haben säkulare Psychologen erfunden. Und Christen sind, glaube ich, in den 70er, 80er Jahren darauf eingestiegen. Von dem, was ich weiß, habe ich teilweise eher meine Zweifel. Wenn es jemand machen will, jeder Mensch ist frei zu tun und zu lassen, was er möchte. Also ich bin dagegen, dass der Staat da irgendwas verbietet. Das geht dem Staat gar nichts an. Ich bin aber auch dagegen, dass Christen das Nonplusultra anpreisen. Wir haben nirgends eine Verheißung, dass eine Versuchbarkeit zu einer speziellen Sünde irgendwie wegtherapiert werden kann. Von daher, ich würde mich da ehrlich gesagt nicht konkret festlegen wollen. Aber eher zurückhaltend. Ja. Ich werde danach auch noch ein paar Sätze zu sagen. Gerne. Also vielleicht noch als Ergänzung, Gott kann immer ein Wunder tun. Ja. Also. Weil es immer wieder in Fragen durchkommt oder auch einmal ganz praktisch hier dann gestellt wird, ist jetzt Homosexualität Sünde oder nur ausgelebte Homosexualität? Nein, ich würde sagen nur ausgelebte. Also klar, wenn ich homosexuell empfinde und die Versuchbarkeit habe, für die kann ich nichts. Genauso wenig, wie ich die Versuchbarkeit habe, wenn ich am Strand langlaufe und da jemand die Kleider vergessen hat. Kann ich auch nicht. Für die Versuchbarkeit kann ich nichts. Aber wenn ich der Versuchbarkeit nachgebe, und mich gedanklich oder auch praktisch darin ausübt, dann kann ich was dafür. Gut, dann mit Blick auf die Uhr eine letzte Frage. Also es gibt hier noch mehr und mal gucken, wir haben noch einen zweiten Q&A-Part. Vielleicht trauen Miro und ich uns auch manche dieser Fragen zu. Da ist es, sind Gräuelsünden nicht von anderen Sünden abzugrenzen? Müssen wir die anders behandeln? Jein, Gräuel ist ein ziemlich breiter Begriff, der alles Mögliche beschreibt, was Gott nicht gut findet. Gräuel kann bei ethischen Sachen, aber auch bei kultischen Sachen verwendet werden. Das ist ein riesen Containerbegriff. Man kann sagen, Gräuel beschreibt insgesamt Sachen, die Gott nicht will. Aber da gibt es einen schönen langen Artikel im Theologischen Wörterbuch zum Alten Testament, kann man sich durchlesen, da wird es alles aufgedröselt. Sehr cool. Also eine Sache, die du mindestens geschafft hast, ist uns zu sagen, das Thema ist noch größer und es gibt noch mehr Bücher, vor allem hier das ganz rechts oder beziehungsweise von euch aus, ja doch, von euch aus rechts. Das liegt auch da hinten, kann man für 20 Euro kaufen. 19,95, ihr dürft euch 5 Cent rausnehmen. Wir haben 20 Euro drauf geschrieben, aber genau, wer die 5 Cent haben will, darf das tun. Den Rest sehe ich als Trinkgeld. Vielen Dank, Johannes, auch nochmal, dass du dich in Fragen gestellt hast. Wir haben noch eine Kleinigkeit für dich als Dankeschön auch. Chiara, danke, du darfst das mal bringen. Und vielleicht nochmal einen großen Applaus. Dankeschön. So schön, dass du dabei warst. Lass uns doch ein Like da und tipp auf Abonnieren und auf die Glocke, dann wirst du kein Video mehr verpassen, das von uns online geht. Uns wird es aber auch riesig freuen, dich in Person kennenzulernen. Komm nochmal sonntags vorbei in einer von unseren Locations und dann wird es uns riesig freuen, dich dort kennenzulernen. Auf der Seite haben wir einen QR-Code zu PayPal und auch einen Link mit anderen Zahlungsmethoden, wenn du sagst, dass du uns finanziell unterstützen möchtest. Vielen Dank für alles, was du gibst. Uns wird es auch riesig freuen, dir zu helfen, in deinem Leben mit Jesus durchzustarten. Und wenn du heute dein Leben Jesus gegeben hast, dann kontaktiere uns mit dem Kontaktformular unten in der Beschreibung und dann wollen wir dir helfen in den ersten Schritten mit Jesus. Und auch wenn du was mit Jesus erlebt hast, hey, dann lass es uns auch wissen. Wir wollen es mit dir mitfeiern und dir auch helfen auf deinem Weg mit Jesus. Uns freut es, wenn du dabei bist und dabei bleibst. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.